Ja, guten Abend, meine Damen und Herren, hier im Haus der Vereine, im TV-Studio vom offenen Kanal in Stendal. Ich denke, wir haben hier einige Premieren, die wir hier gerade durchziehen, sage ich mal so. Wir haben eine TV-Live-Übertragung. Wir haben jetzt zwei Kandidaten in der Stichwahl. Stichwahlen hat es schon öfter gegeben, aber jetzt in 5 Tagen wird es besonders spannend. Es wird für die nächsten 7 Jahre ein Verwaltungsoberhaupt gewählt. Nach 21 Jahren im Amt wird der Oberbürgermeister Klaus Schmotz, der heute auch unter uns ist, ich habe ihn vorhin gesehen, aus dem Amt herausscheiden, hat 21 Jahre eine Ära hier geprägt in Stendal. Und ich denke mal, die nächsten sieben Jahre werden sicher auch entscheidend sein, in welche Richtung die Stadt jetzt weitergeht. Also es ist eine richtig wichtige Wahl. 31.500 Wahlberechtigte sind aufgefordert. Und ich denke mal und hoffe, dass eine Menge auch dann ihr Kreuz dann auch am Sonntag machen. Die ganze Veranstaltung wird im offenen Kanal jetzt live übertragen. Man kann es morgen auch noch mal in einer Wiederholung in einer Schleife ab 20.15 Uhr sich noch mal ansehen, beziehungsweise auch auf YouTube ist das immer wieder möglich. Wir haben zwei Kandidaten, die sich in der Hauptwahl durchgesetzt haben. Sie haben bei weitem die meisten Wählerstimmen hinter sich gebracht. Wir haben da zum einen Thomas Weise. Er ist 52 Jahre alt, Familienvater, zwei, ich glaube, mittlerweile erwachsene Töchter. Er ist Unternehmer, gelernter Instandhaltungsmechaniker, habe ich gelesen. Ich glaube, im KKW war es. Ne? Sie sind seit 2009 CDU-Mitglied, seit 18 Jahren jetzt auch im Stadtrat, teilweise als Ratsvorsitzender. Seit 2 Jahren auch im Kreistag vertreten und sind Präsident von Lok Stendal. Thomas Weise sagt, ich möchte Oberbürgermeister werden, weil die Hansestadt Stendal mit ihren Ortsteilen eine attraktive Stadt ist, in der wundervolle Menschen leben und arbeiten. Sein Motto, das Glas ist halb voll, nicht halb leer. Also ein richtiger Optimist. Und dann haben wir Bastian Sieler, 34 Jahre alt, dreifacher junger Familienvater. Er arbeitet beim Landkreis in der Kommunalaufsicht, ist Master-Verwaltungswirt, ist parteilos ins Rennen gegangen, wird allerdings von der SPD unterstützt und auch von den Freien Stadträten jetzt nach der Hauptwahl und den Bürgern für Stendal. Er engagiert sich auch in einigen Sportvereinen, Post Stendal, Blau-Weiß Stendal und auch Lok Stendal ist er Trainer, glaube ich, für Jugendmannschaften oder eine Jugendmannschaft jedenfalls. Bastian Sieler sagt, ich möchte Oberbürgermeister werden, weil ich als Master-Verwaltungswirt das notwendige Fachwissen mitbringe. Als junger Familienvater und Stendaler will ich unsere Stadt und die Ortschaften modern und bürgernah gestalten. Sein Motto, wenn man sich an sich glaubt, kann man alles erreichen. Also auch ein Optimist. Ja. Bevor wir jetzt zu den knallharten politischen Fragen kommen, würde ich gerne noch so ein bisschen was aus den beiden Kandidaten so ein bisschen rausholen oder fragen. Ich fange mal leicht an. Langschläfer oder Frühaufsteher, Herr Weise, wo muss man Sie verorten? Ich schlafe, wenn es möglich ist, gerne mal am Wochenende länger aus. Sonst in der Woche bin ich meistens der Erste. Herr Sieler, wie sieht es bei Ihnen aus? Ich habe 3 kleine Kinder, damit ist die Frage beantwortet. Ja, also ich schlafe relativ wenig, so 5-6 Stunden am Tag. Ja. Kaffee oder Tee, Herr Weise? Kaffee, bitte mit Milch. Herr Sieler? Kaffee schwarz. Sport treiben oder Sport gucken? Die Frage wurde mir schon öfter gestellt, gerade als ich Präsident von Lok Stendal wurde. Ich bin Sportfunktionär, selber also kein Sport. Also der Gucker. Wie sieht es bei Ihnen aus, Herr Sieler?
Ja, auch das kommt beides zu kurz mit Kindern, aber ich versuche natürlich trotzdem regelmäßig Sport zu machen, in den Vereinen immer mal wieder. Volleyball auf jeden Fall regelmäßig, Fußball ab und zu und immer so, wie es die Zeit zulässt. Ja. Strand oder Berge? Neuerdings Berge, also seit 2 Jahren waren wir schon, wir waren ja schon 2-mal in den Alpen und das war sehr schön und ich glaube, da werden wir noch öfters hinfahren. Ja. Herr Weise? Strand. Sparsam oder großzügig, Herr Sieler? Ich bin schon der sparsame Typ, würde ich sagen. Herr Weise? Ja, das kommt auch drauf an. Wenn man 3 Frauen zu Hause hat, ist das manchmal nicht so einfach. Aber ich gebe gern, weil man das auch wiederbekommt. Drinnen oder draußen? Draußen. Sowohl als auch. Stadt oder Land? Stadt. Ich bin auch Stadtmensch. Wobei Stender ja durchaus auch eine ländliche... ja, sicher. Die Altmark ist vielleicht das dünn besiedelste Gebiet Deutschlands oder einer der dünn besiedelsten Gelände Deutschlands. Aber ich finde, Stendal ist eine Stadt und wir müssen da nur noch viel mehr draus machen. Reden oder zuhören? Ich rede gern. Herr Weise? Zum Reden gehört erstmal zuhören und ich bin jemand, der bereit ist, auch zuzuhören. Fleisch oder Salat? Ich zuerst? Ja, mach. Fleisch. Herr Sieler? Salat gewinnt immer mehr so die Oberhand, würde ich sagen. Okay. Verschiebt sich. Katze oder Hund? Weder noch. Herr Weise? Wir haben Kater zu Hause. Oder er hat uns. Ja. Wer weiß, was ich damit meine. Herr Weise, auf die Frage, was Ihr Lieblingsort ist, haben Sie gesagt, Ihr Zuhause. Sind Sie ein Stubenhocker? Nein, eigentlich nicht. Aber meine Tageszeit ist sehr stark. Also ich habe viel zu tun, wenig Freizeit. Und dann freut man sich auf zu Hause, die Familie. Und wir haben ein schönes Heim. Und dann genieße ich die Zeit zu Hause, lese und man nimmt sich dann immer vor, mal rauszugehen, aber es ist zu Hause immer noch am schönsten. Wir haben jetzt gelernt, Sie sind gnadenloser Optimist. Mhm. Sie sind jetzt bei Lok Stendal wieder neu gewählt worden als Präsident. Gleichzeitig die erste Mannschaft ist auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. So richtig optimistisch kann man da kaum noch sein, oder? Also ich weiß nicht, ob wir zu dem Thema vielleicht nachher nochmal kommen oder so. Das ist mit 2 Sätzen schlecht zu beantworten. Aber ich glaube, entscheidend für die Stendaler, für die Fans von Lok Stendal ist es, im Stadion zu sein und die Mannschaft auch mal wieder siegen zu sehen. Und dabei spielt es vielleicht nicht so sehr die Rolle, ob es jetzt Oberliga oder Verbandsliga ist. Aber vielleicht kommen wir da zu dem Thema nachher nochmal. Ja. Sie haben jetzt 8 Prozentpunkte Vorsprung gehabt. Da kann man doch eigentlich optimistisch sein. Wenn man jetzt durch die Stadt gegangen ist, Sie haben noch riesengroße Plakate ausgehängt. Mhm. Ist das schon so ein bisschen Torschlusspanik gewesen? Also diese Großplakate, die an 4 Stellen in Stendal hängen, da wurde mit mir nicht drüber gesprochen. Das war eine Überraschung von Freunden. Da möchte ich mich auch nochmal recht herzlich für bedanken. Habe ich nicht mit gerechnet und das hat mich erstmal sprachlos gemacht, als ich sie selber gesehen habe. Man sollte sich nie auf dem Erfolg ausruhen. Und ja, Sie sagen, 8% ist viel, ohne Frage. Aber bei der Stichwahl werden die Würfel noch mal fallen und dann werden wir sehen, wir kämpfen. Ich möchte natürlich den Vorsprung halten und am Ende dann auch siegen. Nochmal Lok Stendal, wenn Sie jetzt Oberbürgermeister werden, werden Sie Präsident bleiben? Also wir hatten, wie gesagt, am Donnerstag Mitgliederversammlung und da war natürlich auch die Frage. Ich sehe den zukünftigen Oberbürgermeister der Stadt Stendal als Präsident aller Sportvereine. Deshalb
kann ich nicht der Präsident langfristig gesehen vom 1. FC Lok Stendal bleiben. Allerdings, es stand eine Mitgliederversammlung an und es stand eine Wahl an. Und was wäre das jetzt für ein Zeichen gewesen, wenn ich gesagt habe, also jetzt wartet mal, wir verschieben das noch weiter, wenn wir erst mal sehen, wie die Oberbürgermeisterwahl ausgeht. Wir sind so verblieben, wir haben jetzt im Frühjahr die Mitgliederversammlung gemacht, wir werden im Herbst, spätestens im Frühjahr nächsten Jahres, die nächste Mitgliederversammlung machen. Wir haben auch noch ein paar Aufgaben, die uns die Mitglieder gestellt haben, die wir abarbeiten müssen. Und dann werden wir dann sehen, dass es wir einen geeigneten Nachfolger als Präsidenten finden. Herr Sieler, Lieblingsort, da haben Sie angegeben, also Lieblingsort in Stendal, Ihr Zuhause und die Hochschule in Stendal. Was zieht Sie zur Hochschule in Stendal? Na, ich bin ja unweit des Krankenhauses aufgewachsen in der Johannesstraße und das war so die Gegend, in der ich mich als Kind bewegt habe mit Freunden und da waren wir viel auf dem Spielplatz am Krankenhaus, aber auch auf diesem ehemaligen Gelände, was ja früher eine Kaserne war und damals noch eingemauert war. Also die kennt ja jeder, diese charakteristischen weißen Mauern. Und deswegen fand ich das umso schöner, dass das dann vor einigen Jahren einer neuen Nutzung zugeführt wurde und dann zu einem Hochschulstandort wurde. Und dieses Gelände ist wirklich super, weil gerade so Grünflächen zum Bewegen, ich glaube, das ist das, was viele Stendaler sich wünschen, wo man zusammenkommen kann. Junge Leute, ältere Leute, da gehen viele Leute mit ihren Hunden hin, da kann man Sport treiben und ich finde das Areal sehr schön. Ja. Sie sind jetzt sehr jung, haben politisch jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung, haben eine junge Familie. Geht das überhaupt irgendwie zusammen? Ja klar, als junger Mensch möchte man ja auch Familie und Beruf vereinen und zusammenbringen. Und ich habe natürlich diese Entscheidung nicht alleine getroffen, sondern zusammen mit meiner Frau. Und ich denke, ich bin mir ganz sicher, dass das beides geht und ich möchte das auch. Ich möchte auch zeigen, dass man so ein Amt wahrnehmen kann und trotzdem Familienvater sein kann. Wir haben es jetzt gerade bei der Familienministerin gesehen, die scheint irgendwie familiär dann doch irgendwo so in so eine Situation gekommen zu sein, dass es nicht mehr ging. Also da haben Sie jetzt keine Angst davor? Nein. Wie wollen Sie das politisch wettmachen? Also wie gesagt, Sie sind in der Kommunalverwaltung und das muss man vielleicht so als erklärenden Satz irgendwo hinzufügen. Als solcher können Sie gar nicht im Stadtrat jetzt vertreten sein. Ne? Also ich weiß nicht, wären Sie gerne schon vorher jetzt mal im Stadtrat gewesen? Natürlich wäre das schön gewesen, sich vorher schon politisch zu engagieren, vor allem in seiner Heimatstadt. Aber wie gesagt, in der Kommunalaufsicht hätte man auf jeden Fall diesen Interessenskonflikt. Ich kann nicht auf der einen Seite beaufsichtigen oder auf der anderen Seite die Entscheidungen selbst treffen. Von daher war das ein Konflikt und deswegen war das in den vergangenen 8 Jahren nicht möglich. Ja, nichtsdestotrotz habe ich ja versucht, auch innerhalb des Landkreises weiterzukommen und bin ja auch Kreiswahlleiter seit 2 Jahren. Und bin dort auch im Bereich Wahlen zuständig. Und wir haben ja schon erfolgreich die Bundestags- und Landtagswahl absolviert und organisiert. Wo kam für Sie jetzt so der Impuls her, da sozusagen auch ein bisschen die Seiten zu wechseln? Also nochmal auf den Bereich Wahlen zu kommen. Wir sind ja sowieso im Rechtsamt für Wahlen zuständig. Das heißt, wir organisieren das seit jeher. Und von daher ist es mir nicht schwer gefallen, sozusagen eine Stufe höher zu gehen. Und ich habe mich ja auch schon bemüht, im Landkreis selbst voranzukommen. Ich habe mich da auch beworben als Beigeordneter. Das ist leider nichts geworden, aber trotzdem wollte ich da meinen Hut in den Ring werfen, sozusagen. Sie haben jetzt 8% Rückstand ungefähr. Was stimmt sich da optimistisch, dass Sie das drehen können? Erstmal hatte ich ja sozusagen einen Start von 0 auf 100, wie Sie schon sagen. Ich war ja politisch vorher noch nicht so aktiv und auch nicht bekannt. Und von daher war das doch ein sehr recht eindeutiges Ergebnis. Ich bin klar Zweiter geworden und ich konnte sehr viele Menschen für mich begeistern und ich bin mir sicher, dass ich das auch zur Stichwahl kann, um dann am Ende die Mehrheit zu haben. Ich würde jetzt gerne so dann auch zu den politischen Themen kommen, habe mir so eine Agenda gesetzt. Wir können allerdings dann auch über Ihre Fragen und die Fragen, die dann auch von den Nutzern aus dem Netz kommen, vielleicht auch noch eine ganz andere Dynamik dann reinbekommen. Also ich möchte ganz gerne mal mit der aktuellen Situation einfach auch einsteigen. Ukraine-Flüchtlinge kommen hier zu uns. Ich denke mal, das ist schon auch eine große Aufgabe, die jetzt auch in Stendal hier bevorsteht. Wird natürlich viel auch
vom Landkreis da organisiert. Aber ich denke mal, auch auf die Stadtständer kommt einiges zu. Was ist da aus Ihrer Sicht erforderlich, was dann auch recht bald passieren muss, Herr Weise? Ja, vielleicht als Einleitung nochmal, das hatte ich auch schon zu den Leuten gesagt, mit denen wir bei der ersten Demonstration, die veranstaltet wurde, auf dem Markt durchgeführt haben. Ich war zum Zeitpunkt der Wende 20 Jahre alt und ich habe zum einen diese friedliche Wende, die Wiedervereinigung erlebt und ich habe, ja auch Stendal war ja Garnisonsstadt, wurde ja eben schon gesagt, diesen friedlichen Abzug der sowjetischen Armee. Dafür bin ich der damaligen Sowjetunion oder Russland noch heute dankbar, dass das so friedlich passiert ist. Und deshalb ist es für mich umso mehr unverständlich, warum ein Putin sein Brudervolk überfällt und zigtausende Menschen mit Leid und Elend überschüttet. Und deshalb ist es für mich auch sehr wichtig und auch selbstverständlich, dass wir die jungen Frauen und Kinder, die es vor allen Dingen ja betrifft, hier aufnehmen. Es ist vorwiegend eine Aufgabe des Landkreises, das ist so, aber auch die Stadt Stendal gibt jetzt schon Mitarbeiter mit ab, um die Aufgaben, die insgesamt zu erfüllen sind, auch zu leisten. Und wir haben natürlich eine glückliche Situation, dass wir gerade die Frauenklinik leergezogen haben, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Geflüchteten dort unterkommen können und nicht in die große Turnhalle und Mehrzweckhalle an der Berufsschule. Aber diesen Zustand wird man nicht immer haben. Und ich finde natürlich, bin auch ganz stolz auf unsere beiden großen Großvermieter, also die WBGA und die SWG, die es auch in kürzester Zeit jetzt geschafft haben, etliche Wohnungen zu möblieren und den Geflüchteten zur Verfügung zu stellen. Ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, die SWG hat mittlerweile 45 Wohnungen und die WBGA auch in dem Dreh. Und alle anderen kommen ja bei Privatpersonen unter. Auch dafür mein Dank, dass die Stendaler so viel Hilfe, bereit sind, so viel Hilfe zu leisten. Aber ich denke, die Aufnahme ist eine Sache. Ich denke mal, die Integration ist dann am Ende doch die große Aufgabe. Viele sagen zwar, dass sie doch möglichst schnell wieder zurück wollen, aber wir sehen alle, wie die Situation quasi eskaliert und alles eigentlich eher schlimmer wird und man eigentlich damit rechnen muss, dass noch eine ganze Menge Menschen zu uns kommen. Und ich denke auch, dass da mittlerweile auch schon die ersten Kinder jetzt in Schulen dann integriert worden sind, beziehungsweise da muss noch eine ganze Menge passieren. Also Herr Sieler, wo sehen Sie da die größten Ansätze? Was muss da passieren? Ich denke auch, das Ankommen in Deutschland ist das eine. Viel wichtiger ist es aber, den Menschen einen Alltag zu geben, also ein Zuhause, bei dem sie sich auch ganz normal im Alltag bewegen können, so wie wir. Das heißt, die Menschen müssen raus, sie müssen in die Einrichtung, die Kinder müssen betreut werden, in den Kitas, sie müssen zur Schule gehen. Den Menschen muss ein Angebot gemacht werden, wie sie miteinander reden können, wie sie vielleicht die Sprache lernen. Und nur so kann man sich integrieren. Und dafür haben wir eigentlich tolle Strukturen. Wir haben Sportvereine, wir haben eine super Bildungsstruktur in Stendal. Und das müssen wir alles nutzen, damit diese Menschen ja nicht alleine bleiben. Und für sich, sie haben ja auch traumatische Erlebnisse, die sie verarbeiten müssen. Das heißt, auch die psychologische Betreuung sehe ich da als ganz wichtig an. Viele kommen als junge Familie ohne Väter nach Deutschland. Und auch das muss man berücksichtigen, dass dort ziemlich krasse Erfahrungen gemacht worden sind. Und wie Sie schon sagen, niemand kann sagen, ob oder wann dieser Krieg enden wird. Von daher müssen wir als Stadt auch alles dafür tun, dass sie merken, dass sie unsere Mitmenschen sind und nicht nur Flüchtlinge. Ja? Und ich denke, da hat die Stadt schon die ersten wichtigen Schritte gemacht. Ja. Vielleicht ich denke, dürfte ich, ja, weil Herr Weise, das Thema Schule war. Ich ärgere mich jetzt wiederum aktuell. Der Stadtrat hat mal vor Jahren, als wir den Neubau der Grundschule Haferbreite beschlossen haben, sich dafür entschieden, diese Schule für 180 Kinder zu bauen. Was ist passiert? Das Landesverwaltungsamt, also wieder eine Behörde, hat uns gesagt, wir haben ausgerechnet,
die Stadt verliert jedes Jahr so und so viele Einwohner, die Stadt verliert so und so viele Kinder. Ihr braucht keine Schule für 180 Kinder, ihr braucht eine Schule für 140. Ich glaube, man hat sich am Ende für 150 Kinder dann geeinigt. Wenn wir uns durchgesetzt hätten und wir hätten es machen müssen als Stadtrat, dann hätten wir unter Umständen diese 1 Million Euro Förderung nicht bekommen für diese Schule. Aber was passiert jetzt? Wir kriegen Kinder dazu und uns passiert dasselbe, was uns mit der Nordschule passiert ist. Wir bauen die Schule, wir sind fertig mit der Schule und wir müssen Container davor stellen, weil wir nicht genug Räume haben. Und im schlimmsten Fall wird es uns passieren, dass wir hier eine neue Schule haben, auf die wir alle stolz sind, und wir stellen wieder Container davor. Oder wir müssten im schlimmsten Fall die Petri-Kirch-Schule wieder aktivieren, um die Kinder, die hier bei uns Schutz suchen, unterzubringen. Und das ärgert mich, wenn Ideen, die aus dem Stadtrat kommen, von Praktikern, dann von der Verwaltung, diesmal also das Landesverwaltungsamt, dann wieder mit Statistiken und mit ähnlichen Sachen klein gemacht werden. Und am Ende stellen wir wieder fest, wir hatten eigentlich recht und müssen das ausbauen. Wobei man da sagen muss, das ging ja sehr stark auch um die Finanzierung. Ja. Und da hat man einfach gesehen, dass das doch vielleicht in einem Missverhältnis gestanden hat. Also das war ja eine Investition, die Stendal komplett ohne Fördergeld machen sollte. Und da ist, ja, machen wir ja fast sowieso. Also ich habe jetzt nicht die genaue Summe, aber wir sind, glaube ich, bei 7-8 Millionen und wir kriegen 1 Million Euro Fördermittel dafür. Am Ende wird es so sein, dass diese Schule ganz neu ist und nicht ausreicht. Das Erstaunliche ist ja eh gewesen. Ich meine, Jahre zuvor hat man Schulen geschlossen, ja. Möhringen und so weiter. Kaum ein Grundschulzeitalter später muss man jetzt neue Schulen bauen. Ne? Sind da denn auch Fehlentwicklungen oder Fehleinschätzungen dann gewesen? Aber nicht, genau, das ist ohne Frage. Aber die sind eben nicht in Stendal getätigt worden, sondern die sind von den Statistikern, die hochgerechnet haben, wie viele Einwohner wir verlieren, gemacht worden. Und leider ist es so, dass dann der Stadtrat und die Stendaler Verwaltung zwar mit Argumenten agieren kann, aber das sind dann teilweise, gibt es dann die Anordnung von den höheren Ämtern, die sagen, nein, das geht nicht. Und das versteht kein Mensch, dass wir eine Schule nach der anderen zumachen, Kindergärten ja teilweise zugemacht haben und jetzt händeringend Schulen und Kindergartenplätze brauchen. Jetzt sind wir so ein bisschen in den Bildungsbereich abgerutscht. Wir waren bei den Flüchtlingen. In Stendal muss man jetzt ja das Thema auch noch ein bisschen anders denken. Wir haben den Neubau Gardelegener Straße, wo eben die Landesaufnahmeeinrichtung dann eben wohl Anfang des kommenden Jahres in Betrieb gehen soll, wo dann auch bis zu 1000 Flüchtlinge für das gesamte Land eben untergebracht werden kann. Also ich denke mal, das wird auch eine Aufgabe sein, um die sich auch die Stadt kümmern muss. Und ich meine jetzt auch, was Integration angeht. Ich meine, ich denke mal, man kann nicht sagen, okay, die sind da am Stadtrand und damit hat sich die Geschichte. Die Leute werden hier auch im Stadtbild sichtbar sein. Herr Sieler, was muss da auch dann von der Stadt passieren? Ich habe gesagt, es ist eine Landeseinrichtung, der Kreis ist da involviert, aber letztendlich auch die Stadt. Genau, die bewegen sicherlich frei oder losgelöst von unserem Stadtgebiet. Es ist ja am Rand der Stadt und sie werden ja sich auch in unserer Stadt aufhalten und bewegen und müssen dementsprechend auch genauso teilnehmen können an unserem Leben. Und deswegen darf man dieses Problem im Voraus nicht ignorieren, sondern man muss es als Aufgabe erkennen und schon jetzt tätig werden und sich vor allem mit Kommunen und Landkreisen unterhalten, die eine solche Einrichtung schon haben. Und wie sind sie da rangegangen? Ja, das ist also ein Problem, was wir jetzt schon im Voraus angehen können. Und ähnlich wie bei der jetzigen Flüchtlingssituation kommt es darauf an, unsere guten Strukturen, die wir haben, zu nutzen im Bereich der Bildung, im Bereich der Vereine. Wir haben sehr viele gute soziale Projekte, die man hier nutzen kann. Auf der anderen Seite haben auch wir Deutschen ein Ordnungsbewusstsein und verlangen auch von unseren Mitbürgern, dass wir uns an Regeln halten. Und das gilt genauso für diejenigen, die dann hierher kommen. Und das kann man auch nur mit Vermitteln machen, aber vor allem auch, indem man zusammen was macht und nicht diese Menschen dort ignoriert. Herr Weise, fanden Sie es richtig, dass diese Einrichtung hier nach Stendal gekommen ist? Das lag nicht in unserer Entscheidung. Und
Wir müssen das so annehmen. Ich war bei der Diskussion, als der damalige Innenminister in Stendal war, dabei. Und wird ja eine bestimmte Klientel in dieser LAE, soll ja da rein. Also es soll, soweit ich weiß, ja vor allen Dingen um Frauen und mit Kindern sich handeln. Ob das dabei bleibt, wissen wir nicht. Wenn wir erstmal schauen, wann die Einrichtung fertig wird und ob das wirklich nächstes Jahr wird, glaube ich, noch bezweifle ich noch. Das waren jetzt so die Aussagen vom Land, dass man das vorziehen will, dass man eine Teilinbetriebnahme da machen möchte. Ja, aber da werden sicherlich keine ukrainischen Flüchtlinge aufgenommen. Der Vorteil oder das, was das Land uns damit als Gegenleistung angeboten hat, ist, dass der Landkreis Stendal selber keine Flüchtlinge mehr aufnehmen muss. Also das Flüchtlingsheim oder die Erstaufnahme im Möhringer Weg wird dann wohl nicht mehr gebraucht. Aber ob diese Aussagen im nächsten Jahr noch zutreffen, weiß ich nicht. Also wir wurden nicht gefragt. Wir müssen jetzt mit beiden leben, also sowohl mit den Auswirkungen leben. Uns ist eine höhere Polizeistärke versprochen worden und wir werden sehen und dann ganz konkret darauf reagieren müssen, wenn es dann losgeht. Aber die aktuelle Situation zeigt ja, dass solche Einrichtungen durchaus für das Land gebraucht werden. Ja. Ich meine, wir sind jetzt wieder angefangen, haben Turnhallen freigeräumt. Das kann ja dann auch nicht immer dann die Lösung sein. Ne? Ja. Und man erkennt ja auch daran, dass das ganze Thema Grundsicherung, ich meine jetzt nicht die Grundsicherung jeder einzelnen Person, sondern ich meine die grundsätzliche Absicherung der Leistung einer Stadt, einer Stadtwerke, dass man die jetzt auch nochmal wieder hinterfragen muss. Wir haben ja nicht nur Flüchtlinge, sondern wir haben ja unter Umständen mit einem Gas- und Ölembargo eventuell zu agieren. Und da, glaube ich, ist in den letzten Jahren, das war ähnlich wie bei Corona, dass man da gespart hat. Und jetzt müssen wir schauen, brauchen wir unter Umständen wieder noch Notstromaggregate? Wie sind die Stadtwerke aufgestellt? Wie sind Klärwerke und wie ist das aufgestellt? Sind wir aktionsfähig, wenn es zum schlimmsten Fall kommt, dass zum Beispiel, was weiß ich, kein Gas mehr da ist oder das Stromnetz mal zusammenbricht, solche Sachen. Und das ist eine der Aufgaben, die ich als wichtigste in den ersten Monaten jetzt auch sehe, die hier in der Stadt mit den Partnern, mit den Stadtwerken abzuarbeiten sind. Auch nochmal an Sie, Herr Sieler, die Frage. Finden Sie es richtig, dass so eine Einrichtung hier gebaut worden ist, auch dann eben in dieser Größenordnung? Wie Herr Weiser schon sagt, die Entscheidung oblag ja nicht der Stadt. Ansonsten finde ich es vollkommen wichtig und auch richtig, dass solche Strukturen auch regelmäßig erneuert werden. Gerade dieses Wohnareal am Möhringer Weg ist ja doch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Und auch Menschen, die hierher kommen, Flüchtende, verdienen es, in einer relativ modernen Unterkunft unterzukommen. Ja. Herr Weiser hat es jetzt gerade schon angesprochen, die Energiepolitik ist jetzt dann auch ein wichtiger Faktor, der irgendwo da mit reinspielt. Ist es vielleicht tatsächlich ein Fehler gewesen, die Anteile an den Stadtwerken zu verkaufen und jetzt eigentlich kaum noch Einfluss darauf ausüben zu können, was da passiert und sich der Sache überlassen? Also ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt war vor meiner Zeit, ich weiß gar nicht, schon über 20 Jahre her, war es der richtige Schritt. Und wir haben die Stadtwerke ja auch nicht komplett entlassen aus unserem... Na, 25% sind noch in städtischer. Naja, aber es reicht, es ist eine Sperrminorität. Wir haben dort ein wichtiges Wort mitzureden. Und die Partner, die dort mit drin sind, also SWM und Gelsenwasser, sind ja auch wiederum kommunale kommunale Unternehmen. Und bisher war, so wie ich es, ich war nie im Aufsichtsrat oder ist immer möglich, eine ordentliche Arbeit miteinander zu führen. Es gibt Überlegungen, den Anteil wieder zu erhöhen. Das muss letztendlich der Stadtrat, es gibt einen Variantenvergleich, der Stadtrat muss das entscheiden, aber jetzt geht es erstmal darum, die Konzessionen sind ausgeschrieben und wir werden abwarten,
bis die Ausschreibungen dann durch sind. Und dann wird der Stadtrat und die Verwaltung zusammen eine Lösung finden. Und ich könnte da sehr gut mit leben, dass wir wieder die Mehrheit übernehmen. Wovon aber ich, denken aber, Sie, dass genug Geld dafür da ist in der Haushaltskasse? Ja, das wird anders. Wir müssen es nicht Cash zahlen. Das ist schon, das wird es möglich. Ich möchte nur warnen davor, also eine hundertprozentige Rekommunalisierung durchzuführen. Wie sehen Sie das, Herr Sieler? Sollte die Stadt sich da wieder mehr reinhängen und versuchen, Einfluss dann auch bei den Stadtwerken zu bekommen? Ja, unbedingt. Also ich sehe das so, dass solche, ich nenne es mal kritischen Infrastrukturen auf jeden Fall in kommunaler Hand verbleiben sollten, dass man zumindest mehr als 50% der Anteile hält, um den entsprechenden Einfluss auf die Unternehmensführung nehmen zu können. Und ich halte es für falsch, dass diese Stadtwerke privatisiert worden sind und dass die Stadt selbst nur ein Viertel der Anteile hält. Momentan ist es ja so, wenn man sich den Haushalt anguckt, dass ja die Stadt auch noch Erträge, Gewinne bekommt von den Stadtwerken und die Bürger nicht mehr wissen, wie sie ihre Stromkosten begleichen sollen. Und das ist schon der Fehler an sich, das ist schwer vermittelbar, dass also die Kommune an sich noch profitiert von diesem Konstrukt. Und auf der anderen Seite sind die Kosten gerade für Strom enorm angestiegen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass das in kommunale Hand gehört. Also, dann muss ich mal fragen, dann sind Sie der Meinung, wir sollen auf Konzessionsvergabe und Gewinne verzichten zugunsten günstiger Strom- und Gaspreise? Selbstverständlich. Gut. Was könnte denn die Stadt noch an energiepolitischen Maßnahmen treffen? Also es gab ja auch im Stadtrat den Beschluss zu Photovoltaikanlagen. Das ist ja irgendwo auch ein Weg, der auch in anderen Kommunen gegangen wird. Wo kann dafür Stendal noch die Reise hingehen, Herr Weise? Also da sind jetzt schon mehrere Entscheidungen auf Vorschlag auch unterschiedlicher Fraktionen gemacht worden. Jetzt geht es erstmal vorwiegend um die Aufdachanlagen bei kommunalen Einrichtungen, aber auch bei Sporteinrichtungen zum Beispiel. Da steckt aber auch immer der Teufel im Detail. Man muss schauen, wir haben eine Gestaltungssatzung und das ist gar nicht so einfach, in der Innenstadt zumindest, im Sanierungsgebiet, eine Photovoltaikanlage aufzubauen. Da ist der Denkmalschutz zwingend, jedes Mal zu fragen. Die Stadt Tangermünde berät gerade im aktuellen Stadtrat eine Änderung in der Gestaltungssatzung. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, müsste man da mal die Diskussion abwarten. Und dann werden auch wir die Diskussion sicherlich in Stendal noch mal führen müssen. Das ist das eine, das sind die Aufdachanlagen. Wenn man sich die aktuellen Tagesordnungen der Stadtratssitzung anguckt, also zum Beispiel am 25., einen Tag nach der Stichwahl, dann sind da auch schon wieder zwei Solaranlagen, die jetzt nicht Aufdach, sondern die Großflächenanlagen, wo die Stadt Stendal die Rahmenbedingungen schaffen muss, sind zwei Sachen auf der Tagesordnung. Ich kann mir vorstellen, auch die Stadtwerke haben schon ihren eigenen Solarpark und werden das sicherlich auch noch erweitern. Aber nur mit Solar werden wir den Klimawandel sicherlich hier nicht stoppen können. Sicherlich nicht. Herr Sieler, haben Sie da noch Ideen, in welche Richtung man da noch weitergehen kann? Sollten beispielsweise die Mitarbeiter der Stadt mit E-Autos fahren oder was kann man da sich noch alles denken? Ja, auch die eigene Behörde kann natürlich auch ein Vorreiter sein. Also selbstverständlich kann man hier den ersten Schritt wagen, um auch um ein positives Vorbild für die Menschen zu haben, dass man also die Flotte auf Elektrostrom umstellt, dass man den Mitarbeitern günstige Bedingungen schafft zum Fahrradfahren zum Beispiel. Ja, dass man für Mitfahrgelegenheiten sorgt. Also auch die Behörde kann hier einiges tun. Ansonsten bin ich da bei Herrn Weise, dass Photovoltaik, was den Strom betrifft, wichtig ist. Das kann man mit Dächern lösen. Ich bin auch Fan von Brachflächen. Es gibt ja auch Flächen, die keiner Nutzung unterliegen, weder landwirtschaftlich noch bebaut werden. Auch da gibt es sicherlich Potenziale. Es gibt ja in fast jeder Kommune momentan einen Brachflächenmanager oder Managerin. Und es ist also immer ein Mix aus verschiedenen Sachen. Das ist die Stromseite. Was in Deutschland häufig nicht betrachtet wird, ist die Wärmeseite. Da haben wir ein relativ modernes Blockheizkraftwerk, was hauptsächlich mit Gas oder ausschließlich mit Gas betrieben wird. Da ist ja das langfristige Ziel,
durch Überschüsse bei der Stromerzeugung dann grünen Wasserstoff zu nutzen und den dann zu verbrennen. Da brauchen wir aber erstmal Überschüsse. Und ehe wir da sind, wir müssen uns erstmal selbst versorgen. Also das ist noch in weiter Ferne. Da sehe ich also Geothermie als große Chance. Es gibt auch sehr große Kommunen, wie zum Beispiel in Hamburg, die ihren Kiez schon geothermisch versorgen, also mit Erdwärme. Und das ist sicherlich die Zukunftstechnologie aus meiner Sicht. Gut. Thema Energiepolitik. Ich möchte ganz gerne so ein bisschen die Möglichkeit dann auch geben, für Sie hier Fragen zu äußern. Ich habe ja auch schon ein paar Fragen liegen aus dem Netz, die gekommen sind, aber wer hat was auf Lager? Später wahrscheinlich. Ach so, oh, da. Hätte mich jetzt auch gewundert. Genau. Also ich vermute drei Fragen und eine Zusatzfrage. Nee, machen Sie mal eine. Also ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Steffen Roske, wohne in Stendal und ich hätte die Frage, bei vielen Baumaßnahmen, die in letzter Zeit durchgeführt worden sind, sind ja große Pannen passiert, sei es Theater der Altmark oder Winkelmann-Museum und der Stadtrat hat unter großen Bauchschmerzen, das wissen Sie ja sicherlich, Herr Weise, und durch die anwesenden Stadträte, immer wieder Geld zugeschossen. Das darf einfach nicht mehr passieren, weil es sind ja keine Rücklagen da. Und ich stelle die Frage mal an beide, wie soll das in Zukunft verhindert werden? Ich meine, die Baupreise steigen, Material ist auch so ein Thema für sich. Oder wie kann man dagegen steuern, dass sowas nicht wieder passiert? Dankeschön. Also ich wurde jetzt angeschaut, dann würde ich beginnen. Oder? Ja, legen Sie los. Wobei die Frage ja an uns beide war. Ich glaube, bestimmte Preissteigerungen generell wird man nicht verhindern können. Ja, das ist gerade in der Zeit jetzt nicht zu ändern. Ja, die Verwaltung muss einfach, und das ist vielleicht in den letzten Jahren noch zu wenig passiert, viel stärker den Bauablauf dann auch kontrollieren und die Abrechnung kontrollieren. Und da gibt es jetzt ja im aktuellen Stellenplan, der schon beschlossen ist, also der dann mit dem Haushalt beschlossen werden soll, dass ein Jurist mit ins Bauamt soll, um dann bestimmte Leistungen, die da uns in Rechnung gestellt wurden, dann auch zu kontrollieren und gegebenenfalls rechtliche Möglichkeiten einzureichen. Also bei dem Theater, das war ja ein Mangel, der erst bei der Maßnahme selbst sichtbar wurde. Das heißt also, im Vorfeld bei der Planung war noch gar nicht klar, dass die Maßnahmen in diesem Umfang erforderlich waren. Von daher würde ich sagen, da konnte die Stadt nichts für. Ansonsten haben Sie vollkommen recht, gerade beim Bauen ist Zeit Geld. Und bei jedem Verzug bei der Planung führt natürlich eine Verlängerung dieses Zeitraums zur Kostensteigerung. Und in den letzten 3 Jahren ist das massiv passiert. Und das beste Beispiel ist das geplante Baugebiet am Öninger Berg. Die potenziellen Grundstückeigentümer werden natürlich hier eine Menge mehr bezahlen müssen für die Erschließung, aber auch für die Baupreise. Ansonsten gibt es 2 Möglichkeiten. Die Stadt überwacht den Bauvorschuss selbst. Wenn es so viele Maßnahmen sind, dass es nicht genügend Personal gibt, dann kann man sich Dritte bedienen, die dann das professionell machen. Und das muss dann die Stadt in Anspruch nehmen. Genau, also wie zum Beispiel die Stadt Tangermünde, die viel mit der Kreissparkasse zusammenarbeitet. Eine Sache ist dann auch immer die Finanzierung bei den öffentlichen Bauten. Ne? Also wir haben es jetzt auch an der Grundschule gesehen. Die ist, glaube ich, auch irgendwann mal mit 3,5 Millionen oder sowas gestartet. Und jetzt weiß ich nicht ganz genau die aktuelle Zahl, 7,3 Millionen oder so ja. In die Richtung. Das ist dann schon erstaunlich. Also eine gewisse Form von Überwachung muss es, glaube ich, auch da geben. Ne? Ich glaube nicht, dass die Leute das weiterhin so akzeptieren, dass man sagt, öffentliche Bauten sind dann eben doppelt so teuer, wie das ursprünglich mal geplant war. Aber da gehören dann noch 2 Seiten dazu. Da ist natürlich einmal die Verwaltung, die da zu langsam war, aus unterschiedlichen Gründen, zu wenig Personal und. Und dann muss man natürlich auch sehen, was schreibt man sich alles in sein Wünschebuch. Ja? Und wenn wir jetzt mit über 24 Millionen reden, die wir an Überhängen haben, die noch gemacht werden müssen. Und wenn ich gehört habe, die Verwaltung hat mal so grob überschlagen, was wir die nächsten 10 Jahre eigentlich noch bräuchten, um alle Maßnahmen durchzuführen, also die denn noch vielleicht kommen, dann sind wir bei über 50 Millionen Euro. Also zum einen muss die Verwaltung natürlich schneller
werden, besser werden. Und zum anderen muss sich natürlich auch jeder Stadtrat und jede Fraktion, die sich etwas wünscht, dann auch genau überlegen, ist es jetzt wirklich das, was wir jetzt brauchen? Ich war ja in einer Volksstimme und bei dem Telefonforum hatte mich ja eine Frau angerufen und sie wünscht sich eine neue Trauerhalle in der Stadt Stendal. Da war ich erstmal doch erstaunt, weil ich das noch nie gehört habe, dass wir eine neue Trauerhalle brauchen. Und sie sagte, naja, weil wenn sie da ist, dann ist das, hat das so einen negativen Touch auf sie. Und dann habe ich gesagt, das könnte ja unter Umständen auch an dem Termin gelegen haben, warum sie da ist. Aber dann habe ich am Ende gesagt, also bevor wir nicht den letzten Kindergarten saniert haben oder neu gebaut haben, müssen wir uns wirklich überlegen, ob wir alle Maßnahmen, die wir uns mal in unser Wünschebuch geschrieben haben, auch wirklich durchsetzen und durchführen wollen. Das ist eine Aufgabe der Verwaltung mit dem Stadtrat zusammen, eine Prioritätenliste. Ich glaube, da sind wir jetzt auch auf dem Weg, das uns anzuschauen. Allerdings ist es halt immer schwierig, wenn bestimmte Sachen schon angefangen wurden. Nicht angefangen in dem Sinne, dass der erste Stein schon gemauert ist, sondern angefangen in dem Sinne, dass Planungsleistungen, dass eventuell Fördermittel schon beantragt sind, dann ist es auch schwer, solche Sachen wieder dann aus der Liste zu streichen. Ein gutes Beispiel in dem Zusammenhang ist ja auch die Bauernmarkthalle. Also da sieht man irgendwie so ein bisschen so ein Zusammenspiel von Stadtrat, der manchmal nicht so ganz zielführend unterwegs ist, sage ich jetzt mal so als Beobachter, und dann eben auch die Verwaltung, wo es dann manchmal wieder dann an der Umsetzung der planerischen dann klemmt. Herr Siedler, Sie haben auch die Sachen von außen beobachtet. Was denken Sie, was könnte da dann auch anders passieren? Also wenn man das nochmal rekapituliert, Bauernmarkthalle ging, glaube ich, los, Dach ist kaputt, wir stellen mal irgendwie 30.000 oder 40.000 Euro ein. Und es waren 90.000, genau. Dann nahm das Unheil seinen Lauf, kann man fast sagen. Also die Verwaltung hat es dann relativ lange liegen lassen und dann fing auf einmal der Stadtrat an und wurde immer größer in seinen Planungen bis hin zu irgendwelchen Neubauten für mehreren Millionen, für 2 Millionen. Das ist natürlich dann auch schon fast aberwitzig. Ich hätte jetzt als erstes darauf geantwortet, dass es natürlich der Stadtrat in Gänze diskutiert hat, aber jetzt kam natürlich da noch der Einruf, also ich hätte jetzt keine Person benannt. Genau, aber nochmal die Frage dann auch an Herrn Siedler. Sie haben das auch, denke ich mal, von außen mit beobachtet. Und ich meine, die Bauernmarkthalle ist immer noch in diesem eigentlich sehr schäbigen Zustand, muss mit Pfeilern geschützt werden und ist ja eigentlich, sagen wir mal, was die Regionalvermarktung angeht, ein beliebter Ort. Und denke mal, darüber besteht ja auch Einigkeit, dass da eigentlich was passieren muss und dass man das auch so erhalten will, ne? Genau, ich finde das auch ein ganz tolles Objekt. Da war ja früher die Feuerwehr drin und vor allem bietet es gerade regionalen Erzeugern auch den Raum, etwas zu vermarkten. Das geht ja nur über die Lage. Also wenn wir das jetzt nach außen verlagern würden, dann wäre, glaube ich, die Akzeptanz geringer. Und hier mitten in der Innenstadt finde ich das super gelegen. Und Sie haben gefragt nach meiner Sicht als Außenstehender. Ja, ich habe das auch in den letzten Jahren mitbekommen und habe immer gefragt, Mensch, es soll saniert werden, aber es geht nicht voran. Und letztendlich wurde ja erst jüngst die Grundsatzentscheidung wirklich getroffen. Und sicherlich kann man hier unterstellen, dass die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Stadtrat vielleicht nicht optimal war. Dass dieser bauliche Bedarf besteht, ist Aufgabe der Verwaltung festzustellen und dann zu sagen, wir gehen das als Beschluss mit rein in den Stadtrat, dass entschieden wird, wie soll es weitergehen, weil umso länger die Zeit verstrich, desto schlechter wurde der Zustand dieses Gebäudes. Das war so mein Eindruck. Ja. Also ich kann ja vielleicht noch sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich Stadtratsvorsitzender war, wurde mir noch die Unterschriftenliste überreicht und wir waren uns damals auch schon, und das ist der Stadtrat jetzt immer noch, wir sind uns eigentlich doch einig, dass wir diese Bauernmarkthalle benötigen. Letztendlich gibt es ja jetzt eine Entscheidung, nur diese kleinere Variante zu machen, da gab es eine Mehrheit für. Ob das am Ende wirklich die richtige Entscheidung ist, das werden wir erst in ein paar Jahren wissen, ohne Frage. Deshalb, ich will das gar nicht klein machen, dass die Diskussionen und die Argumente, etwas komplett neu zu bauen, sind ja nicht schlecht gewesen. Allerdings ist unser Hauptproblem, dass wir ja immer noch kein bestehendes Konzept eigentlich dafür haben. Und das ist
ich weiß nicht, ich rede ja auch noch vielleicht über City Management oder so, das ist nicht unbedingt die Aufgabe der Stadt, dafür ein Konzept zu erstellen. Ich habe damals auch, oder wenn ich mit den Einzelhändlern gesprochen habe, die Stadt kann die Einzelhändler unterstützen, aber das Business, das muss alleine funktionieren. Und die aktuell dort Mieter sind, sind doch alle nicht mehr die Jüngsten. Da müssen wir jetzt schauen, da muss jetzt auch zeitnah mal ein Konzept her. Wir wollen alle, dass diese Bauernmarkthalle am Netz bleibt, weil machen wir uns nichts vor. Wenn wir diese Bauernmarkthalle verlieren, dann kriegen wir einen von den zwei großen deutschen Bio-Vermarktern. Ich will jetzt keine Namen nennen, die so in den Großstädten existieren. Und dann werden unsere regionalen Erzeuger dort nicht mehr liefern können, weil die haben ihre eigenen Lieferanten. Und nur der Herr Stallbaum in der Osterburger Straße wird es nicht schaffen, die Menge dann abzuverkaufen, die die benötigen, um leben zu können davon. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass die Stadt, das Bauamt da auch vorankommt und dass wir gleichzeitig ein ordentliches Konzept dann irgendwie mal bekommen. Und dann müssen wir zeitnah diese Halle auch sanieren. Aber das ist natürlich dann vielleicht auch tatsächlich eine Aufgabe der Stadt, ne? Da konzeptionell auch dann vorzuarbeiten und vielleicht den Stadträten das auch dann so ein bisschen so hinzulegen, dass irgendwas dann auch umgesetzt wird. Ein Konzept für den Handel soll die Stadt erstellen? Ich weiß nicht. Wir können sicherlich uns vieles ausdenken, aber wenn es am Ende nicht mit Leben durch Unternehmer erfüllt wird, dann kostet das alles nur Geld. Das ist wie diese Idee, die Kaltmiete zu übernehmen. Das funktioniert nicht. Das Business muss selber funktionieren. Wir können unterstützen, ja, mit Förderung, wir können unterstützen mit Wissen oder mit günstigen Mieten. Aber das Business muss alleine funktionieren. Sonst gucken wir uns in 5 Jahren alle an und sagen, so, jetzt haben wir ja die Halle saniert und jetzt ist niemand mehr da. Aber ich habe jetzt auch die Bauernmarkthalle so ein bisschen als Beispiel rausgegriffen, wo es eben jetzt über Jahre nicht wirklich funktioniert hat. Es gibt andere Beispiele, wo es durchaus funktioniert hat, aber sagen wir mal, auch wieder als außenstehender Beobachter hat man das Gefühl, im Stadtrat ist es wesentlich komplizierter geworden, mehr Fraktionen. Und manchmal werden Sachen auch zerredet. Ne? Ich weiß nicht, denken Sie, dass Sie vielleicht als Oberbürgermeister da vielleicht noch eine andere Drehe reinkriegen, dass vielleicht wieder konstruktiver dann auch vorangegangen wird? Ja, dafür trete ich auch an, dass ich als parteiloser, neutraler Mensch dieses Amt wahrnehmen werde und auch für einen gewissen Aufbruch stehe, dass man also sich wieder zusammentut und über die Parteigrenzen hinaus Entscheidungen trifft für die Menschen. Ja, wir sehen es ja an solchem Beispiel, dass es doch hier und da länger dauern kann. Und ich denke, viele Bürger wünschen sich das, dass da Entscheidungen schneller getroffen werden zum Wohle der Stendaler. Aber sind Sie dann als Oberbürgermeister immer noch parteilos? Ja, wieso nicht? Bin okay. Ich da jetzt auch. Ja. Aber Sie werden ja unterstützt von einer Partei. Nein, ich habe ja meinen Wahlvorschlag bewusst mit Unterschriften abgegeben. Das heißt, ich habe von vielen Bürgern, die mich mögen, Unterschriften gesammelt und habe damit meine Kandidatur bekannt gegeben. Und ich habe jeder Fraktion oder Partei freigestellt, meine Kandidatur und diese Entscheidung zu unterstützen. Herr Goronzi ist ja auch parteilos, aber der hat sich aufstellen lassen. Das ist was anderes. Ja. Okay. Wobei die Sie jetzt unterstützt haben, wahrscheinlich ja schon irgendwo dann auch erwarten, dass Sie so ein bisschen in deren Richtung auch arbeiten. Ne? Ich meine, es ist ja auch dann irgendwie nicht verkehrt, wenn man als Oberbürgermeister eine gewisse Rückendeckung innerhalb des Stadtrates hat, ne? Und nicht, sagen wir mal, von allen Seiten in die Zange genommen wird. Das wäre natürlich schlecht für mich, wenn alle gegen mich arbeiten, was soll daraus werden? Ja? Das ist auch die Gefahr, dass man so ein Amt annimmt und da wird man zu lame duck und da kommt nichts mehr raus. Natürlich braucht man auch Freunde und Unterstützer. Und ich schätze es auch sehr, dass die SPD erklärt hat, mich zu unterstützen, genauso wie die Freien Stadträte. Und ich wünsche mir das auch, falls ich Oberbürgermeister werden sollte, von den anderen Parteien und Fraktionen. Genau. Wie sehr setzen Sie auf Ihre CDU-Fraktion? Ich war, wie gesagt, viele Jahre auch Stadtratsvorsitzender. Und ich glaube, mir kann niemand unterstellen, auch von den anderen Fraktionen, dass ich einseitig nur mit der CDU-Fraktion gearbeitet habe. Es war oft so, dass wenn ich mal jemanden zur Ruhe rufen musste, dann war das die CDU-Fraktion. Und das war die Aufgabe,
Ein Stadtratsvorsitzender ist genau wie der Oberbürgermeister, auch wenn er ein Parteibuch hat, der Stadtratsvorsitzende aller Stadträte, und der Oberbürgermeister ist der Oberbürgermeister aller Stendaler Bürgerinnen und Bürger. Und ich hatte jetzt deshalb nur noch mal so nachgefragt, weil wir wissen alle, diese Wahl kostet auch natürlich viel Geld, und ich kann mir vorstellen, dass die SPD auch finanziell dabei ist, und das sind natürlich nur Vermutungen, aber wir wissen alle, das muss dann am Ende über Mandatsträgerbeiträge dann zurückgezahlt werden. Deshalb hört sich das dann immer so an, ich bin parteilos, ich bin parteilos, also das ist dann, ja, oder wie die eine Kandidatin heute gesagt hat, ich bin parteifrei, ja. Hey, also ich kann dazu nur sagen, dass natürlich eine Unterstützung auch in einer solchen großen Stadt wird man nicht nur durch Organisation und durch persönliche Hilfe unterstützt, sondern auch finanziell. Das kann ich ganz klar so sagen. Alleine geht das gar nicht. Ich meine, wir sind eine junge Familie und ich könnte das gar nicht alleine bezahlen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass niemand von mir einen Gegenwert erwartet und das auch nicht zurückbezahlt werden muss, weil ansonsten würde ich das nicht machen. Ja. Herr Weise, man hatte bei Ihnen tatsächlich auch so den Eindruck, mit der neuen Wahlperiode, Sie wollten ja gerne wieder Stadtratsvorsitzender werden. Ne? Ja. Also man musste Sie doch so ein bisschen quasi in die Richtung Fraktionsvorsitzender CDU drängen auch. Ne? Sie ja, also ich wäre gerne Stadtratsvorsitzender geworden. Aber es ist eine Mehrheitsentscheidung. Letztendlich dazu ist jemand anders gewählt worden. Das muss man so annehmen, das ist Demokratie. Und aber ich glaube, viele aus Ihrer Fraktion wollten Sie ja auch als Fraktionsvorsitzenden haben, aber Sie haben dann bewusst gesagt, ich möchte ja eigentlich lieber. Es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Ja. Ja, jetzt haben wir hier auch noch mal was aus dem Netz, wollen wir auch ja nicht unterschlagen. Was wird kulturell für junge Menschen gemacht, Herr Sieler? Beziehungsweise was sollte für junge Menschen gemacht werden? Wo könnte man da noch draufsatteln in Stendal? Ja, die Frage ist spannend und berechtigt, weil junge Menschen bleiben ja nicht nur hier wegen einer Arbeit, sondern das Umfeld muss ja auch stimmen. Also bei meinen Gesprächen mit Schülern sagen die meistens, naja, was wollt ihr machen nach der Schule? Ne, Hauptsache weg nach Berlin oder so. Also die wollen halt schon auch ihre Freizeit irgendwie anders wahrnehmen. Und deswegen müssen wir auch als Stadt versuchen, da ein Angebot zu machen. Sicherlich wird immer das Theater der Altmark vorausgestellt. Ich finde das auch eine sehr gute Einrichtung, aber vielleicht gerade junge Leute ist nicht das Klientel, was das Theater anzieht. Viele haben sich gewünscht, dass man vor allem Möglichkeiten hat, wegzugehen, Gastronomie, vielleicht Clubs, sowas in der Art, aber auch freie Plätze, um sich draußen zu treffen. Ja, speziell am Wegemannplatz sind ja auch junge Leute, die vielleicht auch nicht wissen, wo sie sonst hin sollen. Wenn man sie jetzt dort wegjagt, dann wo sollen sie dann hin? Ja, also wir haben als Jugendliche auch einen Raum gesucht, um uns zu treffen und um zu feiern. Das ist ganz normal. Und ich denke, gerade in diesem Bereich kann die Stadt vielleicht noch überlegen, was können wir besser machen? Wie können wir Räume schaffen, auch draußen, wo man zusammenkommen kann, generationsübergreifend. Ja, und junge Leute wollen auch abends am Wochenende feiern gehen. Auch das muss man berücksichtigen. Ja. Ja, man kann das Bedürfnis jetzt natürlich sehr gut nachvollziehen. Ne? Jetzt gerade in der Pandemiezeit ist da, glaube ich, eine ganze Menge so auf der Strecke geblieben. Genau, die also konnten dann auch nirgendwo rein, das kommt noch dazu. Das heißt, viele Veranstaltungen fanden gar nicht statt. Und von daher, glaube ich, kann ich das schon nachvollziehen, dass es dort irgendwie den Wunsch gibt, einen Ort zu haben, an dem man zusammenkommen kann. Ja. Naja, wir haben die Jahre vor der Pandemie die Eisbahn gehabt. Herr Weise, sollten solche Vorhaben dann auch weitergeführt werden? Ich meine, gab immer die Diskussion, es kostet ja auch eine ganze Menge Geld. Ne? Ist ja nicht so, dass sich das dann von alleine trägt. Danke. Also die Stadt Stendal hat im aktuellen Haushalt, ich glaube, 9,8 Millionen Euro freiwillige Leistung. Und da ist natürlich einer der Hauptpunkte so das Theater, haben wir schon besprochen. Aber da sind dann auch solche Sachen dabei wie Winkelmann-Museum, Tierpark, Altor über 800.000 Euro. Das sind Leistungen, die vorwiegend in die Kultur fließen. Da sind Leistungen dabei, die in die Sportvereine gehen, Musik- und Kunstschule und Ähnliches. Ja? Das ist das eine, was wir anbieten. Und natürlich möchte die Jugend
natürlich auch andere Sachen haben. Und gerade nach dieser Corona-Zeit, also ich weiß, am Wochenende war der Joker wieder offen und soweit ich weiß, war nicht nur der Joker offen, sondern es waren alle Etagen, also der große Saal und der kleine Saal, alles war voll. Die Leute wollen wieder raus. Das muss die Stadt oder kann die Stadt nur begleiten. Wir selber als Veranstalter machen vielleicht 2, 3 Veranstaltungen, Rolandfest oder Sachsen-Anhalt-Tag und Weihnachtsmarkt, aber viel mehr werden wir mit unseren Mitarbeitern nicht leisten können und auch das Budget, wie gesagt, 9,8 Millionen Euro freiwillige Leistungen, da müssen wirklich gute Argumente da sein, die dann den Stadtrat dazu bringen, da nochmal zusätzliche Gelder bereitzustellen. Und ja, auch das, was eben gesagt wurde, öffentliche Plätze, ist ein ganz wichtiges Thema. Der Winkelmannplatz ist wichtig. Allerdings muss man natürlich beide Seiten dann dabei hören. Da sind zum einen die Anwohner, aber auch die Jugendlichen. Ich habe ja mal so die erste Idee, alkoholfrei, da würde ich auch von abraten. Also das wird uns da nicht weiterhelfen. Aber wir müssen da ins Gespräch sowohl mit den Anwohnern als auch mit den Jugendlichen kommen. Herr Sieler, wir haben jetzt schon gesagt, Theaterfinanzierung, Altor und so weiter, kann das so auf diesem Level bleiben? Ich meine, das sind ja doch enorme Ausgaben und sehr große Zuschüsse, die genau in diese Einrichtungen dann fließen. Ne? Ja, das ist die Realität in allen Gemeinden. Also freiwillige Leistungen tragen sich ganz selten von selbst. Das heißt, wenn man das Angebot aufrechterhalten will, dann muss man also bereit sein, einen Teil davon als Kommune zu finanzieren. Und ich denke, das muss es uns wert sein, weil dann kommen wir genau zu der Frage, was wollen Menschen, was unterscheidet uns von anderen Regionen? Arbeitsplätze gibt es, Wohnraum auch, aber gerade das kulturelle Angebot, die Vereine, das Drumherum, das ist so das, was eigentlich unsere Stadt erst lebenswert macht. Und von daher muss die Stadt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten natürlich bereit sein, das zu bewahren und zu erhalten. Ja. Wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angesprochen mit den Bauplätzen. Ich denke mal, das ist auch ein sehr kontroverses Feld. Herr Weise, Sie haben es auch gesagt, Tangermünde arbeitet da dann mit der Sparkasse zusammen und es wird ein Baufeld nach dem anderen da eröffnet und in Stendal hakt es. Wie wollen Sie da wieder Schwung reinkriegen? Tja, ich glaube, es sind nicht nur ein oder zwei, die in Tangermünde jetzt gebaut haben, die vielleicht viel lieber in Stendal gebaut hätten. Wir haben mehrere Sachen in der Pipeline. Da ist zum einen auch natürlich mit starken Diskussionen das Ende des Umlegungsverfahrens. Dort stehen theoretisch, wenn das Umlegungsverfahren, also südlicher Haferbreiter Weg, fertig ist, eine Anzahl von Wohnungen theoretisch zur Verfügung. Flächen. Fanden Sie jetzt nachwirkend jetzt betrachtet das richtig, das so zu machen? Ich meine, dieses jahrelange juristische Hickhack mit vielen Anwohnern, die eigentlich prinzipiell dagegen sind, wo es ja auch Gerichtsverfahren und so weiter dann gegeben hat. Also ich glaube, jahrelange Verfahren sind es gar nicht. Klar, sind über mehrere Jahre. Also der Fehler wurde viel früher gemacht. Dieses Bebauungsgebiet ist ja 1996 beschlossen worden und der Fehler ist in den Jahren vorher gemacht. Alle, die dort neu gebaut haben, haben mit Baurecht nach diesem Bebauungsplan, in diesem Bebauungsplan sind die Stichstraßen planmäßig drin und die Stadt hat das versäumt, weil das Planungsamt auch der Meinung war, sie brauchen vielleicht gar nicht die Grundstücke, da wirklich nachhaltig dann die Grundstücke zu erwärmen. Und dann irgendwann, nachdem dann immer mehr ersichtlich war, dass wir Flächen brauchen, hat der Stadtrat mit einer Mehrheit, der ich auch zugestimmt habe, damals für dieses Umlegungsverfahren gestimmt. Und soweit ich weiß, sind dann auch die Verfahren, die gelaufen sind, hat die Stadt auch alle gewonnen. Und ich denke mal, jetzt ist es notwendig und vernünftig, dass jetzt auch zu einem Ende zu führen. Man hätte es, sind ja in 3 Phasen passiert, man hätte es vielleicht nur umgekehrt machen sollen, nicht mit den Pferdemärschen beginnen, sondern mit dem Koppelweg. Da sind so viele, die also morgen schon starten würden, gerne mit dem Bauen. Das ist der Fehler. Aber jetzt, wir müssen, wenn man einmal so einen Weg begeht, dann muss man den auch irgendwann zu Ende führen. Und ich weiß, auch ich habe selber Freunde da, die in dem Gebiet wohnen, wo wir uns dann beim Kaffee und Kuchen zu Hause dann gestritten haben. Aber letztendlich hat der Stadtrat
das Interesse der Stadt insgesamt zu vertreten. Und ich verstehe das. Aber die Leute wollen ja jetzt bauen oder die wollten schon vor Jahren bauen. Ja. Und Sie haben es ja auch selber gesagt, die Leute sind abgewandert nach Tangermünde. Ja, ja. Also da muss ja eigentlich schon was schiefgelaufen sein. Also, genau, aber viel schneller wären wir jetzt nichts. Also auch die Ideen, die da sind, klar, Yngling müsste jetzt schneller gehen, aber auch die Ideen, die der Stadtrat nochmal entwickelt hat, eventuell Süd zu aktivieren, das da haben wir im nächsten Jahr noch kein Baurecht. Also das sollte man niemanden, also man sollte niemanden sagen, dass das so schnell geht. Ja. Genau, Süd, das ist das Stichwort. Das haben auch Leute aus dem Netz gefragt, wie damit umgegangen werden soll. Die Frage gebe ich mal an Herrn Sieler weiter. Da gibt es ja auch schon einen Stadtratsbeschluss, dass das da entwickelt werden soll. Wie sinnvoll erachten Sie das Ganze? Ich meine, wir wissen alle, da sind noch die restlichen Plattenbauten, die von irgendwelchen, ich sag's jetzt mal, dubiosen Investoren von einer Hand in die nächste überwechseln, wo man irgendwie schwer nur mit umgehen kann. Wie sehen Sie das? Was muss da jetzt auch dann passieren? Sie haben ja festgestellt, dass es einen Bedarf gibt, der schon lange nicht gedeckt wird, sodass es auch nachvollziehbar dazu kommt, dass Menschen wegziehen. Und ich finde auch dieses Umlegungsverfahren juristisch so langwierig, dass es leider nicht diesem Bedürfnis entgegenkommt. Eigentlich hätte man schon vor ca. 20 Jahren, als die Erschließung am Geigenberg soweit war, ich glaube 2010 war das ungefähr abgeschlossen, vorausschauend planen müssen, welche Gebiete können wir neu erschließen, damit wir diesem Bedarf bei jungen Familien vor allem ein Eigenheim zu errichten nachkommen können. Von daher finde ich es absolut richtig, dass jetzt dieses Areal, da gibt es ja schon Eigenheime, entsprechend erweitert wird und dass es da vor allem zu fairen Preisen von der Stadt angeboten wird und nicht es am Privaten liegt, wie hoch der Kaufpreis des Grundstückes später ist. Ansonsten haben wir schon oft darauf hingewiesen, dass das übrige Areal immer noch teilweise Bebauungen vorweist, die man nicht anders als Ruinen bezeichnen kann. Und die übrigen Gebiete, das sieht aus wie eine wilde Deponie. Da möchte wahrscheinlich niemand wohnen. Also solange dieser Zustand nicht beseitigt wird, also diese Blöcke dort verschwinden, kann man das in seiner Gänze keiner Bebauung zuführen. Ich finde es wichtig, dass es überhaupt genutzt wird, wenn auch nur als Erholungs- oder Grünfläche. Aber dafür müssen erstmal diese Gebäude verschwinden und diese Berge an Müll verschwinden. Ansonsten finde ich diese Erweiterung des Baugebietes sehr gut. Und ich glaube, das ist nicht ganz so einfach, das da wirklich dann baureif hinzubekommen. Ich glaube, da gibt es auch den Trugschluss, dass ja Infrastruktur da sei. Aber die Experten sagen ja auch, man muss das alles komplett wieder rausnehmen. Man kann nicht diese alten Versorgungsleitungen von den Plattenbauten für so ein Baugebiet dann verwenden. Und leider ist es eben nicht allein in unserer Hand, ja, sondern da hat Magdeburg doch noch ein Stück weit mitzuentscheiden. Und wir müssen nachweisen, das ist ja das immer, dass der Bedarf besteht. Und aktuell sind wir der Meinung, der Bedarf ist da. Aber weil gerade das Thema Geigenberg benannt wurde, ja, ich kann mich nur entsinnen und die schon länger Stadtrat sind, wir mussten mal am Geigenberg die Preise senken, weil niemand ein Grundstück kaufen wollte. Ja, das muss man sich mal überlegen. Das ist, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber war das dann sozusagen der Trugschluss, dass man gesagt hat, okay, dann brauchen wir gar nicht uns andere Gebiete kümmern? Also soweit ich weiß, also der Planungsamtsleiter hat damals immer gesagt, Landesverwaltungsamt hatte gesagt, so und so viel theoretisch, geht ja nur um theoretisch bebaubare Grundstücke hat die Stadt. Geigenberg habt ihr noch nicht voll, dann ging es immer um südliche Haferbreite. Und deshalb dürft ihr das und das und das nicht. Und deshalb hat die Stadt das ein Stück weit schleifen lassen. Das ist vielleicht auch ein Vorwurf an den ehemaligen Planungsamtsleiter. Da hatten wir auch oft Diskussionen drüber. Er meinte immer, wir brauchen es nicht. Und dass die Situation mal so kippt und dass die Menschen jetzt einen Wahnsinnspreis für ein Haus bezahlen müssen. Also ich habe mit der Familie vor 22 Jahren gebaut, zu einem Bruchteil. Das Grundstück zu einem Bruchteil bekommen und zu einem Bruchteil gebaut. Und wenn ich jetzt sehe, dass man gar nicht mehr einen Kostenvoranschlag bekommt für ein Haus im nächsten Jahr, weil die Bauherren oder der Bauunternehmer ja nicht weiß, was er im nächsten Jahr für einen Preis aufrufen soll. Das ist verrückt. Das wird doch sicherlich wieder kippen und da müssen wir aufpassen. Deshalb hatte ich im Stadtrat, also der Stadtrat hat, wie gesagt, im Dezember letzten Jahres, glaube ich, war es, die Wiederbelebung von Süd, ein Stück von Süd. Ich habe dagegen gestimmt, aber wie gesagt, letztendlich ist es eine demokratische Entscheidung, und der zukünftige Oberbürgermeister
muss die Entscheidung, die im Stadtrat gefällt wird, auch durchführen. Und ich werde das auch machen, aber ich sage es, und das habe ich damals schon gesagt, wir haben immer noch eine alternde Bevölkerung. Wir haben leider es noch nicht geschafft, mehr junge Menschen hierher zu bekommen. Und wenn man sich mal anschaut, wer in den Häusern, in den Einfamilienhäusern jetzt aktuell wohnt, der wird in 10 Jahren oder so nicht jeweils, nicht zu 100% vielleicht einen Käufer finden. Deshalb, ja, zu Süd, war vorsichtig. Und wie gesagt, ich werde das natürlich umsetzen, was der Stadtrat beschlossen hat. Und ich glaube, das funktioniert auch. Aber alles andere muss man sich genau anschauen. Wenn ich die Entwicklung so richtig verfolgt habe, hat man ja auch immer sehr viel Konzentration auf die Innenstadt gerichtet und eben die Altstadtsanierung nach vorne geschoben, was ja sicher eine ganz richtige Angelegenheit war. Und es ging dann eben auch um Lückenbebauung und dadurch ist unsere Stadt jetzt auch so schön geworden, wie sie eben jetzt auch ist. Ne? Aber wie muss man auch vielleicht da jetzt noch weiter vorgehen? Ich meine, die Zeiten bleiben nicht stehen und gerade so, wenn man durch die Fußgängerzone geht, da sind jetzt auch die einen oder anderen Geschäfte leer. Wenn man dann noch eine Etage weiter hochguckt, da sind, glaube ich, viele Wohnungen leer. Also da ist, glaube ich, so eine Tendenz da, dass da eben auch größerer Leerstand wieder entsteht in der Innenstadt. Kann man da auch noch irgendwo gegenwirken? Herr Sieler, ich meine, das sind jetzt zwei parallele Sachen, die ich jetzt hier ins Spiel gebracht habe. Einmal ist es sozusagen die kaufmännische Innenstadtentwicklung und teilweise eben dann der Wohnraum, der auch in der Innenstadt genutzt werden sollte und kann, wo es dann vielleicht auch noch weitere Sanierungen gibt. Der Trend ist ja zu diesen höherwertigen Wohnungen, die ja durchaus dann weggehen. Ne? Ja, das sind ja zwei an sich widersprüchliche Entwicklungen. Einerseits gibt es den Bedarf am Bauland, den man so wahrnimmt. Andererseits haben wir auch einen steigenden Leerstand aufgrund unseres Bevölkerungsrückgangs. Und die Innenstadt hat sich super entwickelt, nur leider hatte die Stadt hier kaum Einflussmöglichkeiten auf die Vermietung der Objekte, weil die Stadt selbst so gut wie kein Eigentum in der Kernstadt besitzt, sodass es also ausschließlich in privaten Händen ist, das zu sanieren und dann entsprechend zu vermieten. Aber ich bin auch dafür, dass die Stadt, soweit das möglich ist, auch Eigentümer von Gebäuden in diesem Bereich ist. Ansonsten setzen Private den Preis und das führt natürlich langfristig zu einem Wegzug von einkommensschwächeren Menschen aus der Innenstadt. Ja. Herr Weise. Ja, wenn man heute die Volksstimme gelesen hat, war ein interessanter Artikel drin über einen Bauherrn in der Marienkirchstraße. Auch wenn nicht alles gestimmt hat, was in dem Artikel stand. Also es wurde zum Beispiel geschrieben, 46 Wohnungen, es sind nur 22, da wurden wahrscheinlich die Parkgaragen mitgezählt. Also der Bauherr hat 2 Jahre benötigt, um eine Baugenehmigung zu bekommen. Das hat bestimmte Gründe, er hatte vielleicht auch zu hohe Vorstellungen, kann schon sein, aber es hat 2 Jahre gedauert und da sind wir zu langsam. Leider hat es da vielleicht... Ich kenne jetzt nicht die genauen Zusammenhänge alle, auch daran gelegen, dass natürlich auch der Denkmalschutz da sehr hohe Anforderungen stellt. Und da ist es dann leider und vielleicht auch gut so, dem Oberbürgermeister nicht möglich, einfach dann Druck zu machen auf die Denkmalbehörde, sondern da hört dann die Möglichkeit auf. Ansonsten ist es wirklich so, es sind zwei Parteien. Wir haben einmal diese leeren Wohnungen, die sind ja teilweise gar nicht ausgebaut, wenn man das alte Kinderkaufhaus, kennen Sie nicht, aber das, was jemals Kinderkaufhaus war, das ist eben gar nicht erst ausgebaut, weil die Vermieter, das ist, glaube ich, sind ja Franzosen da, sagen, sie müssen ihren Ertrag, reicht, wenn sie den über die Miete der unteren Etage erzielen. Und sie haben einfach das Problem in der Innenstadt, dass es oft nicht möglich ist, an die Gebäude von hinten ranzukommen. Ja, wenn Sie im südlicheren Teil der Fußgängerzone die Gebäude, die sag mal, gegenüber vom Italiener da sind, ich kenne auch den Eigentümer, der sagt, er würde die Fläche, er würde den Quadratmeter für 1 Euro vermieten, aber er findet halt niemanden, weil du hast nur eine Tür vorne in der Fußgängerzone und jetzt stellen Sie sich vor, Sie wohnen da und machen den Einkauf und wie kriegen Sie dann Ihren Einkauf in Ihre Wohnung?
Und das ist halt schwierig. Das ist eben halt geografisch eine Schwierigkeit. Und wenn wir jetzt das Thema auf die Geschäfte dann ausweiten, dann ist es halt so, dass unsere Fußgängerzone, wenn man nicht nur die Fußgängerzone, die breite Straße, also von der nördlichen breiten Straße bis zum Tangermünder Tor, dann ist sie leider für die Kaufkraft und die Einwohnerzahl zu lang. Und wir müssen schauen, mit den Händlern da die besten Varianten zu finden, um den Leerstand nicht zu vergrößern. Mhm. Genau, Herr Sieler, haben Sie da auch noch Ideen, wie man da vorgehen kann, dass man genau diesen Leerstand da in den Griff bekommt, beziehungsweise vielleicht auch die Kaufmannschaft in Stendal vielleicht noch weiter zusammenführt? Also das ist ja immer eine gewisse Schwierigkeit. Man beobachtet es in anderen Städten, Tangermünde oder sowas, die sind da viel reger als Kaufmannschaft. Da ist ja wenig Aktivität, sage ich mal so, in Vereinsebene oder so. Was könnten Sie sich da dann als Oberbürgermeister vorstellen, wie Sie da dann vielleicht auch Akzente setzen können? Ich sehe das auch so, dass diese Händler vor allem davon profitieren würden, wenn sie sich zusammentun. Ich habe ja schon letztes Jahr einige Geschäfte oder viele Geschäfte aufgesucht und insgesamt habe ich hier schon den Wunsch wahrgenommen, dass man sich mehr einbringen möchte. Auf der anderen Seite hat man aber auch das Bedürfnis, dass die Stadt einem entgegenkommt und das zusammenführt, diese Interessen. Und da gibt es verschiedene Lösungen, zum Beispiel im Rahmen eines Vereins, denen dann die einzelnen Händler beitreten oder im Rahmen des Stadtmarketings. Es gibt verschiedene Lösungen, aber ich sehe es auch so, dass die Stadt, der Oberbürgermeister selbst das nicht lösen kann, sondern vor allem mit den Händlern zusammen. Und die haben sehr gute Ideen. Die haben eigentlich zu fast allen Veranstaltungen, die so stattfinden, gute Vorschläge gebracht. Und ich denke, dieses Potenzial muss man nutzen. Und wenn die Händler merken, dass das einen positiven Effekt hat, dann machen auch noch mehr mit. Und ich denke auch, alles andere ist besser als nichts zu tun. Und auf die Händler zugehen wäre der erste Schritt und dann gemeinsam die Vermarktung der Stadt zu verbessern. Ich will jetzt noch mal durchaus ein paar Fragen aus dem Netz aufgreifen, damit wir die hier nicht unterschlagen. Ich habe gerade schon gehört, wir haben reges Interesse, was da sich tummelt. Herr Sieler, wie viel Geld hat Ihnen die SPD gespendet und wie sieht der Deal aus? Sie haben ja vorhin schon was dazu gesagt. Ich gebe es weiter. Das weiß ich nicht. Genau. Ich sag mal, also ich kann das gar nicht auf eine Partei begrenzen, weil die Spenden durch viele Personen kommen. Also der Ortsverein hat was dazugegeben. Ich muss jetzt irgendeine Zahl sagen, 2.000 bis 3.000 Euro. Ansonsten waren das alles immer kleinere Happen, die dann das Gesamtergebnis bilden. Wir haben erstmal bis zur Hauptwahl geplant. Da gab es schon viele Spenden und dann jetzt nochmal zur Stichwahl. Aber die kommen jetzt nicht nur von der Partei, sondern das sind immer eine Vielzahl von Menschen, die mich da unterstützen. Ja. Herr Weise, die CDU hat Ihnen auch ordentlich was rübergeschoben. Aber genau wie der Herr Sieler gerade sagt, das ist eine Mischung aus Parteispenden, also Stadtverband, Kreisverband, aber eben auch private Spender. Und ich muss auch sagen, natürlich auch ich habe Geld mit in den Wahlkampf investiert. Warum wird keine Konzerthalle gebaut? Was nützt ein Theater? Soll ich? Aber gut. Also, wir hatten ja mal dieses Theater. Ja, ich habe hier leider keinen Namen. Sagen Sie ruhig was erstmal zur Konzerthalle. Dieses Theater der Altmark. Dieses Theater der Altmark ist ja mal als Dreispartentheater konzipiert worden und man hat sich dann aus Kostengründen davon verabschiedet. Also wir sind ja bei über 4 Millionen Euro, die das Theater in Summe uns wert ist. Also nicht der Stadt allein, sondern dem Kreis und dem Land. Und das würde einfach, also ein Orchester würde unsere Möglichkeiten einfach die Möglichkeiten haben wir nicht. Und soweit ich weiß, sind regelmäßig auch Konzerte im Theater wieder geplant, wenn das Theater wieder offiziell eröffnet ist. Und dann sollen doch die Menschen, die da Interesse haben, es sich anschauen. Es ist leider so, okay. Mit der Eintrittskarte
finanziert man leider eigentlich nur einen ganz kleinen Teil der Kosten und das müsste dann von der Allgemeinheit bezahlt werden. Eine andere Frage, Herr Sieler. Es gibt in der Altstadt keinen öffentlichen Spielplatz, die gerade für junge Eltern einen Ort des Netzwerkens darstellen. Setzen Sie sich für die Öffnung von öffentlichen Kita- und Schulspielplätzen ein? Das letzte, was war? Für öffentliche Schul- und Kita-Spielplätze, ob Sie sich dafür einsetzen, dass man die öffnet für Kinder und Eltern? Ja, das war auch eine Überlegung bei der Frage, was können wir für junge Menschen tun? Ich selbst habe es auch so wahrgenommen, dass man häufig Sport treiben möchte und sich bewegen möchte, aber vieles ist eingezäunt und man kommt als junger Mensch gar nicht ran und kann sich dann nicht so bewegen. Von daher finde ich das eigentlich eine super Idee, Sport und Spielplätze zugänglich zu machen in bestimmten Zeiten. Bei Spielplätzen weiß ich es nicht. Es gibt ja genügend Angebote aus meiner Sicht, auch in der Innenstadt, zum Beispiel am Krankenhaus oder am Schwanenteich. Und unsere Altstadt ist natürlich ziemlich belegt. Ja, so viele Freiflächen fallen mir jetzt da gar nicht ein, die dafür in Frage kämen. Ansonsten habe ich auch schon gesagt, es ist ein ganz wichtiger Punkt, solche Plätze zu schaffen und zu erhalten, weil das nicht nur ein Ort ist, an dem Kinder spielen, sondern dort auch Eltern zusammenkommen und man sich einfach unterhalten kann. Und solche Orte muss es viel mehr geben in der Stadt. Deswegen habe ich ja auch die Anfrage gestellt beim letzten Stadtrat für einen öffentlichen Grillplatz im Stadtpark. Weil nicht nur für junge Leute, sondern auch generationsübergreifend. Ja, wir haben zum Beispiel nur eine Wohnung und wir können zu Hause nicht grillen. Und ich finde es schön, als Familie oder mit Freunden sich dort aufzuhalten. Von daher finde ich das einen guten Ansatz und da muss man drüber nachdenken. Beispielsweise wird ja jetzt auch dann der Sperlingsplatz irgendwann umgestaltet. Da kann man ja auch drüber nachdenken, ob man da irgendwelche Möglichkeiten, die dann eben mehr Kommunikation herstellen, dann eben auch dann damit berücksichtigt. Vielleicht ist das in gewisser Weise schon irgendwo auch ein bisschen versäumt worden in der Vergangenheit. Ist mir auch aufgefallen, als unsere Tochter noch sehr klein war, dass es eben in der Innenstadt überhaupt gar keine Spielplätze gibt, ne? Dass der Fokus da wohl anders gelegt war. Gibt es hier aus dem Publikum noch Fragen? Ja, bitte. Sagen Sie auch kurz dann Ihren Namen. Ja, also ich bin Michaela Ohnezeit und ich komme aus Gore. Bin daher auch die Ortsvorsitzende der Landfrauen. Wir haben uns ja schon bei den Landfrauen kennengelernt. Und es ist Oberbürgermeisterwahl der Stadt Stendal, aber nicht nur der Stadt Stendal, sondern vor allen Dingen auch Oberbürgermeister der Dörfer. Daher... im Vorfeld habe ich mich mal durch das Internet gewurschtelt und geguckt, wer für die Dörfer was in Zukunft plant und macht. Erstmal an Sie, Herr Weise. Mich würde es interessieren, was haben Sie in Vergangenheit, welches Projekt für die Dörfer als Stadtrat mal umgesetzt? Was wollen Sie in Zukunft tun fürs ehrenamtliche Engagement? Auch da stehe ich sehr stark hinter, weil ich finde, das ehrenamtliche Engagement auf Dörfern kommt zu kurz. Ich sehe gerade jetzt zu der Zeit, wo die ukrainischen Bewohner auch bei uns in den Dörfern sind. Wir binden sie in den Dörfern mit ein. Riesenherausforderungen haben die Familien. Die bekommen die Kinder nicht in Kindergarten in der Stadt unter, nicht in der Grundschule. Also es ist viel zu tun. Ja, und eben an Sie die Frage, was tun Sie für die Dörfer? Man hat einiges gelesen, dass Sie die Gemeinderäte mehr einbinden wollen. Wie sieht es aus mit dem Ehrenamt? Also erst. Okay, also vielen Dank für die Frage. Wir müssen die Ehrenämter, also gerade in den Ortsteilen, weiter stärken. Bisher ist es ja so, ich bin ja Fraktionsvorsitzender einer Fraktion, in dem mehrere Ortschaftsräte oder Vorsitzende des Ortschaftsrates bei mir Mitglied sind. Großschwechten, ja, Gore, Möhring und. Dadurch hat man immer einen sehr kurzen und guten Draht zu denjenigen. Es ist ja, dass die Ortschaftsräte, ich glaube, ein- oder zweimal nur im Jahr im Rathaus zusammen Besprechungen durchführen. Diese Termine müssen müssen erweitert werden. Das kann nicht sein, dass da so wenig Zeit nur miteinander verbracht wird. Und dann ist es ein Hauptpunkt,
Wir haben jetzt die Diskussion, Sie wissen vielleicht, dass es mehrere Ortsteile gibt, die keinen Ortschaftsrat haben. Zu dem Zeitpunkt, als ich noch Stadtratsvorsitzender war, habe ich damals mit meiner Stellvertreterin zusammen direkt Gespräche auch in den Ortschaften gesucht, um dort wieder Ortschaftsräte zu installieren. Das ist uns damals mit der Stadt zusammen nicht gelungen. Es war ein großes Desinteresse da, gibt Gründe dafür, können Sie sich vielleicht vorstellen, Insel und Ähnliches. Aber das müssen wir jetzt nochmal aufnehmen oder, und da gibt es jetzt Überlegungen auch, dann diese Ortsteile verwaltungsintern, eventuell anderen Ortsteilen zuzuordnen, um zumindest dann wieder einen Ortschaftsrat zu haben, der für Sie mitspricht. Weil wenn Sie das schon mal gesehen haben, wie es im Stadtrat so die Regel ist, bei bestimmten Vorlagen, die eben halt dem Ortschaftsrat mit eigentlich vorzulegen sind, dann haben wir die Liste der Ortschaftsräte, die darüber abgestimmt haben und dann kommen wir zu der Liste der Orte, wo niemand da ist. Und dann muss der Stadtrat entscheiden, ohne vorher bei jeder Vorlage dann auch mit den Bürgern im Ort gesprochen zu haben. Das kann so nicht weitergehen und deshalb denke ich mal, ist es sehr wichtig, dass der Stadtrat jetzt in dem Gespräch mit den Ortschaftsräten schaut, ist es möglich, bestimmte Ortsteile anderen Ortschaftsräten dann zuzuordnen. Dann haben auch die Bürger, zum Beispiel in Döbbelin und Tornau, auch wieder die Möglichkeit, einen eigenen Ortschaftsrat, also der dann zwar nicht nur für sie zuständig ist, sondern vielleicht, was weiß ich, Möhringen oder was noch in der Nähe ist, dann zu nutzen und da den direkten Ansprechpartner zu haben. Weil machen wir uns nichts vor, es ist so, wenn man das vergleicht, die Ortschaften mit Ortschaftsrat haben natürlich auch wenn es vielleicht noch nicht optimal ist, doch aber immer noch einen besseren Stand in der Verwaltung als die Ortsteile, die keinen haben. Okay, ja genau, Herr Sieler, was sagen Sie, will ich Ihnen auch noch die Chance geben, genau auf diese Frage von der Frau zu antworten? Ich bin ja relativ unbeschwert in die Dörfer gefahren und habe mir die angeschaut. Ich glaube, ich war in so gut wie jeder Ortschaft. Aber es gibt schon gewisse Parallelen. Es gibt ja zum Beispiel in Insel keinen Ortschaftsrat. Wenn man aber in Insel ist, stellt man fest, dass da sehr viele Ehrenamt tätig sind. In der Feuerwehr, im Feuerwehrförderverein, im Fußballverein, was auch noch. Und die Leute sind also motiviert und wollen sich auch einbringen. Und ich denke, dass der grundlegende Fehler dieses System der Ortschaftsräte an sich ist. Es motiviert die Menschen nicht, sich für ihren Ort, für ihre Heimat einzusetzen, weil es einfach eine zu geringe Beteiligung oder Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass man diese Kompetenzen im Rahmen des Möglichen erweitern sollte, dass die Menschen wieder Interesse haben, sich für ihren Ort einzusetzen. Sie haben viele Ideen, aber mir wurde oft berichtet, das sind manchmal Kleinigkeiten, dass sie einfach zu lange dauern. Ja? Da muss eine Tür ersetzt werden, da soll ein Beet angelegt werden. Und da kämpfen die jahrelang für und die kommen nicht voran. Und dieser Frust, der wird immer größer. Und wir sehen das ja an Binfelde, da hat sich dann irgendwann niemand mehr zur Wahl gestellt. Und wenn wir als Stadt verhindern wollen, dass das Schule macht und immer weniger Ortschaftsräte überhaupt Lust haben, mitzumachen, dann muss ich sie ernst nehmen und wertschätzen, diese Ehrenamtstätigkeit. Und das kann ich nur fördern, indem ich dem mehr zutraue wieder. Und ich bin da fest von überzeugt, dass die Menschen nicht entmündigt werden wollen. Sie wollen über ihr eigenes Schicksal im Rahmen des Möglichen entscheiden. Über die Ortschaftsräte hinaus gibt es aber andere, zum Beispiel die Landfrauen, die sehr viel ehrenamtlich machen. Die wollen natürlich auch wahrgenommen werden, wertgeschätzt werden oder auch sichtbar gemacht werden, was es eigentlich für eine tolle Arbeit ist, die man nebenbei so leistet. Ja, ein einfaches Danke ist schon mal viel wert. Wenn ich die kleinen Jungs trainiere, Dienstag und Donnerstag, da sagt eine Mutter immer Dankeschön. Das finde ich, das ist am wichtigsten für mich persönlich, dass sie auch mal merken, wie schwer das ist, zweimal die Woche 2 Stunden und noch am Wochenende dahin zu fahren, obwohl ich selbst 3 Kinder habe. Und ich denke, diese Wertschätzung sollten wir versuchen, als Stadt den Menschen zurückzugeben. Ja. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen, und zwar die Wirtschaftsförderung. Das ist ja auch immer ein wichtiger Punkt, der auch dann mit vielen Sachen zusammenhängt. Arbeitsplätze, Steueraufkommen, alles diese Sachen, womit dann auch dann tatsächlich die freiwilligen Leistungen überhaupt in so einer Stadt dann auch finanziert werden können. Da gibt es ja jetzt auch, ich sage es jetzt mal, die Großprojekte A14-Bau, das ist ja jetzt dann auch irgendwann mal Realität, dass die Autobahn auch bis Stendal und auch noch dran vorbeiführt.
Intel wirft seine Schatten voraus. Da kann man sich auch fragen, inwiefern Stender vielleicht davon profitiert. Ich habe es gesehen, Herr Weise, Sie haben es ja auch auf Ihren Plakaten thematisiert. Denken Sie, dass das tatsächlich einen Impuls geben wird, der sogar Stendal dann auch noch erreicht? Und vor allen Dingen, was kann denn Stendal dann tun, dass das dann auch wirklich fruchtet? Tja, also es ist wirklich schade, dass wir, wenn es zum Beispiel um freiwillige Aufgaben geht und wir uns um 30.000 Euro streiten, das ist, finde ich, eigentlich, sicherlich ist es richtig, über jede Kosten und jede Ausgabe zu schauen, aber vielmehr müssten wir sehen, wie wir die Einnahmenseite erhöhen. Die Stadt Stendal hat aktuell über 16 Millionen Euro Gewerbesteuer. Da sind wir schon einen guten Schritt vorangekommen. Ich weiß, als ich angefangen habe, oder das ist gar nicht so lange her, vor 6, 7 Jahren, da waren wir bei unter 10 Millionen. Da ist schon etwas passiert. Aber wenn man das vergleicht mit anderen Städten, nicht unbedingt mit Städten hier aus der Region, sondern mit Städten in Westdeutschland, dann haben wir natürlich immer noch prozentual viel zu wenig Gewerbesteuer. Aber was könnte Stendal jetzt machen, um Intel dann auch vielleicht... Ja. Wie Sie schon sagen, die A14 und auch Intel, da öffnet sich so ein Fenster aktuell für die Stadt. Und wir müssen sehen, dass wir diese Chance, die uns vielleicht durch die A14 und durch Intel gegeben wird, auch annehmen. Und da müssen wir unsere Hausaufgaben machen. Das beste Beispiel ist halt Gewerbegebiete. Ja. Wir haben aktuell zwar noch 2 Gewerbegebiete in der Planung, also ein Gewerbegebiet und ein Industrie- und Gewerbegebiet, aber aktuell an Flächen sofort vermarktbar eigentlich nur noch eins, und das ist der lange Weg. Und der lange Weg ist halt von Investoren... Aber ist man da nicht jetzt auch dann schon ein bisschen hinterher? Ja, klar. Ich meine, die natürlich. A14 ohne Frage. Also, kommt ja jetzt auch nicht vom Himmel. Nein, da sind wir hinterher. Und vielleicht nochmal wegen langen Weg. Dort wollen viele nicht hin. Das hat mehrere Gründe. Das hat einmal was mit dem 100-jährigen Hochwasser von der Uchte da zu tun. Und zum Zweiten ist der Kreuzungsbereich eigentlich offiziell nicht... ist nicht ordentlich, also nicht richtig. Also wir theoretisch dürften da gar keine 40 Tonnen Sattelzüge durchfahren. Machen sie trotzdem, aber es ist so. Und die Stadt hat es halt, also das Planungsamt, versäumt, schnell genug neue Flächen bereitzustellen. Und das ist schade. Und das ist einer der Hauptpunkte, die wir jetzt in Angriff nehmen müssen. Und dann müssen wir aber natürlich auch schauen, ob diese Flächen, die dieses Planungsamt aktuell beplant, ob das überhaupt die richtigen Flächen sind. Mhm. Okay, Thema Wirtschaftsförderung, Herr Sieler. Ich meine, Magdeburg scheint einiges richtig gemacht zu haben, indem sie dann tatsächlich Intel da den roten Teppich ausgerollt hat. Die Größenordnung werden wir hier jetzt nicht herkriegen, aber ich denke mal, vielleicht kann man da auch einiges richtig machen, um tatsächlich dann mal größere Ansiedlung auch herzubekommen. Ich meine, es ist seit Jahren die A14 so als das Mittel angesehen worden, dass eben da auch eine Aktivität entsteht. Ne? Was könnten Sie sich da vorstellen, was man da noch machen kann? Ja, Infrastruktur und Flächen sind das eine. Die Unternehmen anzusprechen und abzuholen, das andere, was viel wichtiger ist. Also ich denke, Autobahnen und Gewerbeflächen gibt es an ziemlich vielen Standorten und in vielen Städten. Aber was führt dazu, dass jetzt ein Zulieferer von Intel zu uns kommt? Wir müssen also als Stadt viel aktiver werden. Wir müssen erstmal unseren Standort bewerben und natürlich auf die Unternehmen zugehen. Und bei Intel ist ganz klar, dass man sich mit denen zusammensetzen muss und überlegen muss, was braucht ihr eigentlich? Und wir müssen klarstellen, was wir bieten können. Neben der Fläche, neben der Straße haben wir eine super Zuganbindung. Das heißt, hier können Arbeitskräfte günstig herkommen. Das machen ja schon jetzt sehr viele, indem sie nach Stendal pendeln. Das ist nur ein Beispiel, das zeigt eigentlich, dass die Wirtschaftsförderung als Dienstleister der entscheidende Faktor ist. Das kann die Verwaltung in der Stadt machen, das kann der Landkreis, das kann man zusammen machen. Aber eins steht fest, nur das Grundstück auszuweisen, wird nicht dazu führen, dass hier massenhaft Unternehmen sich ansiedeln wollen. Wir müssen also selbst aktiv werden und uns viel besser vermarkten als bisher. Ja, also da, das ist genau der richtige Ansatz. Wirtschaftsförderung kann nur Chefsache sein. Und deswegen hatte ich ja schon das Gespräch mit dem Wirtschaftsministerium und auch mit dem Ministerpräsidenten und habe mit denen gesprochen, wie sie das sehen, ob da eine
Strahlungswirkung Richtung Stendal geht. Sie sehen das sehr wohl so und haben schon so mehr oder weniger dann auch signalisiert, also wenn wir hier nicht zu viele Fehler machen, dann müsste es uns auch gelingen. Und natürlich, wie schon gesagt, es geht nicht nur um Flächen, sondern Wirtschaftsförderung muss Chefsache sein. Und ich komme aus dem Bereich, ich komme aus der, aus der Wirtschaft und ich sehe das als Aufgabe neben der klassischen Wirtschaftsförderung, vor allen Dingen als Aufgabe für den Oberbürgermeister. Aber muss da auch noch mehr Geld in die Hand genommen werden, also Personal aufgestockt werden eventuell, also auch Fachpersonal, die dann eben entsprechend die Sachen, dass man die Leute eben abholt und entsprechend anspricht, dass genau das noch dezidierter passiert. Ne? Ja, also wenn ein Ministerium im Konjunktiv spricht, da wäre ich ganz vorsichtig als Stadt. Ja? Wir wissen ja, dass die Verwaltung, ja, dass sie teilweise langsam arbeiten und wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass Dritte uns diese Arbeit abnehmen, aktiv zu werden. Sicherlich ist das ein großes Potenzial und auch Unternehmen erkennen die Nähe zu Magdeburg, aber dennoch müssen wir aktiv uns hervorheben, weil es gibt ja auch unweit von uns andere Städte an der Autobahn, Osterburg, Seehausen, die machen das Gleiche wie wir. Die weisen diese Gebiete aus und die kämpfen auch darum, weil für einen Interzulieferer spielt es keine Rolle, ob ich auf der Autobahn 30 oder 40 Kilometer zurückliege. Deswegen müssen wir schon dafür sorgen, dass wir diesen Alleinstellungsmerkmal, das wir haben, als Stadt hervorheben. Ja. Man muss aber schon unterscheiden, Seehausen und Osterburg weisen Gewerbegebiete aus. Wir benötigen aber nochmal ein Industrie- und Gewerbegebiet. Da gibt es schon Unterschiede und ja, Sie haben recht, da nur auf die Verwaltung, also gerade in Magdeburg zu warten und zu hoffen, das haben wir viele Jahre gemacht. Das Land Sachsen-Anhalt hat die IMG als zentralen Vermarkter und der IMG ist es nicht gelungen, auch nur ein nicht einen einzigen Investor hier nach Stendal zu holen. Deshalb kann es nur die Aufgabe der Verwaltung sein und vor allen Dingen des Oberbürgermeisters. Im Stellenplan dieses Jahres ist schon eine zusätzliche Stelle in der Wirtschaftsförderung beschlossen. Die ist ausgeschrieben, wenn wir sehen, ob sich dort was Ordentliches bewirbt. Wenn wir jetzt in dieser Thematik unterwegs sind, dann ist man auch schnell beim Fachkräftemangel. Und wenn man das so sieht, in allen Bereichen greift das ja auch um sich. Und ich denke mal, auch die Stadtverwaltung selber hat da ordentlich zu kämpfen. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass man einfach eine Stellenanzeige in die Zeitung gibt und dann kommen schon die Leute. Was können Sie sich vorstellen, wie sich da auch noch die Stadtverwaltung noch aufstellen kann, um Fachkräfte dann zu bekommen, um genau diese ganzen Arbeitsfelder, die wir besprochen haben, dann irgendwo auch adäquat abarbeiten zu können? Genau. Das Stellenausschreiben wird nicht genügen. Ja, das machen ja auch andere Städte und Gemeinden und gerade jüngere Leute suchen ja auch attraktive Lebensorte, was ich ja vorhin schon ansprach. Wir brauchen also auch das Umfeld. Da kann die Stadt einiges tun, warum junge Menschen also nach Stendal kommen. Und natürlich kann man auch den Standort aktiver bewerben, gerade in Ballungsgebieten. Ich kann mir vorstellen, dass der Druck in Berlin sowohl eine Arbeit als auch eine Wohnung zu finden groß ist und wir haben das Potenzial. Und gerade in der Verwaltung kann man ja deutschlandweit eingesetzt werden und ohne Probleme arbeiten. Und wir bieten hier günstige Lebensbedingungen, die muss man aber sichtbar machen. Und auf der anderen Seite sollte die Stadt auch verstärkt in den eigenen Nachwuchs investieren, ja, regelmäßig ausbilden, Stipendien anbieten für Hochschulabsolventen. Aber auch das wird nicht reichen, weil ich kann ja natürlich keinen Auszubildenden zwingen, am Ende auch hier zu bleiben. Und viele gehen dann doch weiter und wollen vielleicht in ihren jungen Jahren nochmal woanders arbeiten. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Aber auch das wird nicht genügen und deswegen bin ich ganz stark für die Digitalisierung, nicht um Personal einzusparen, sondern am Ende dafür zu sorgen, dass wir bei weniger Personal die gleiche Leistung in der gleichen Qualität anbieten können. Das ist ein ganz wichtiger Prozess, der aber sofort oder ziemlich zügig begonnen werden muss, weil das dauert natürlich Zeit, das einzuführen. Ja. Sollte die Stadt sich auch durchaus in anderen Feldern da, was Fachkräfte angeht, noch engagieren? Ich sage jetzt mal Stichwort medizinische Versorgung. Da gibt es ja auch so einige Sachen, wo Stipendien dann vergeben werden, dass eben genau auch in dem Bereich dann eine Versorgung gesichert bleibt, Herr Weise. Also man kann das durchaus versuchen. Es ist natürlich zum einen, muss man die Mittel im Haushalt bereitstellen, und zum Zweiten weiß man dann aber nicht, und das ist immer, was man dazu sagen muss,
selbst wenn man einem Studenten ein 5- oder 6-jähriges Stipendium gibt, dann wissen wir am Ende nicht, ob er dann wirklich sich für Stendal entscheidet. Man kann da zwar ein bisschen Druck aufbauen, aber rechtlich gesehen ist das nicht möglich. Ich weiß, andere Städte machen das. Garlingen macht das im Lehrerbereich, Osterburg macht es bei den Ärzten. Ich denke, so weit sind wir aktuell nicht. Wir müssen die Stadt attraktiv halten. Dann denke ich mal, wird es uns auch gelingen, also was das Thema Ärzte angeht, hier zumindest eine Ärztedichte zu halten, die notwendig ist für die Versorgung. Aber der Punkt war ja die eigenen Mitarbeiter. Da ist das wirklich so, dass wir aktuell nicht mehr so attraktiv sind, wie wir vorher mal waren. Und das muss es ein Mix an Mitteln geben, um das aufzuwerten. Das wird aber nicht so einfach. Ich habe selbst schon im Personalausschuss bei Sitzungen gesessen, wo eigentlich dann 2, 3 Bewerber kommen sollten und wir unverrichteter Dinge wieder gehen mussten, weil die ihn abgesagt haben. Ich greife jetzt noch mal was aus dem Netz auf. Zunehmend werden für Stendal Bahnverbindungen gestrichen, der IRR, bald der IC. Als Alternative werden lediglich teure ICE-Verbindungen in Aussicht gestellt. Wie setzen Sie sich für Stendal ein? Ja, auch wenn die Stadt das primär nicht entscheiden kann, muss sie natürlich sich für ihre Mitmenschen einsetzen, zusammen mit dem Kreis, mit den Abgeordneten des Landtages und des Bundestages und dafür eintreten, dass wir als Region nicht abgehängt werden. Wir profitieren ja momentan sehr stark davon, dass Leute sowohl nach Stendal pendeln können, als auch von hier aus in die umliegende Metropolregion. Und dafür erachte ich es als essentiell, dass das so auch so erhalten bleibt. Und das ist auch ein Wunsch, den viele Bürger ungefragt ansprechen, dass sie sagen, Herr Sieder, passen Sie auf, wir pendeln nach Magdeburg oder nach Berlin oder Hannover und diese Verbindung muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Weil letztendlich wird man sich immer für das Arbeiten entscheiden und im Zweifel zurückziehen. Und das wäre natürlich eine Katastrophe für unseren ländlichen Bereich. Wir haben so ein Glück, dass diese ICE-Strecke genau bei uns langführt. Von daher muss man sich fraktions- und parteiübergreifend auch mit den anderen Ebenen zusammentun und ganz klar dafür eintreten. Ja. Wobei der Eindruck vielleicht ein bisschen täuscht. Ich meine, dass da ständig irgendwelche Sachen gestrichen werden, kann man, glaube ich, nicht so stehen lassen. Also Stendal ist schon relativ gut angebunden und Experte hat vor kurzem auch im Ausschuss berichtet, wie die Taktungen für Stendal-Magdeburg und Stendal-Salzwedel dann auch noch verbessert werden und da auch noch eine größere Akzeptanz dann durchaus reinkommen kann. Also die Stadt ist ständig mit dem Konzernbeauftragten der Deutschen Bundesbahn in Gesprächen. Da geht es ja zum einen auch um die Schallschutzschichten in Warburg, Ausbau Amerika-Linie. Amerika-Linie ist aber, da geht es vor allen Dingen um Güterverkehr. Aber die Zugverbindung, die jetzt zum Beispiel durch den Zug, der wegfällt von Amsterdam, da fällt ohne Frage etwas weg. Wir bekommen aber auch neue Verbindungen dazu, die wir seit der Wende schon gar nicht mehr hatten. Wenn man sich überlegt, diese Nord-Süd-Verbindungen, die früher ja täglich liefen über den Stendaler Hauptbahnhof, sind ja nur für die Urlaubszeit bisher getaktet worden und die Bahn verspricht, und ich hoffe, dass sie es halten, und da müssen wir dann noch dranbleiben, dass diese Zugverbindungen dann täglich auch außerhalb der Urlaubszeit durchgeführt werden. Und soweit ich das richtig gelesen habe, soll es auch eine direkte ICE-Verbindung von Stendal nach Hamburg geben, die es ja so bisher nicht gibt. Aber Sie haben natürlich recht, ICE ist unter Umständen teurer als diese 29,80, die wir früher mal für die Berlin-Hamburg-Ticket bezahlt haben. Ich denke mal, wir haben jetzt wesentliche Aspekte der Lokalpolitik jetzt hier auch abgehakt. Wir haben jetzt 1,75 Stunden diskutiert und Meinungen auch gehört. Man könnte noch so einiges ansprechen. Sie haben Digitalisierung schon mit in den Raum geworfen. Da könnte man sicher auch noch einiges sagen, medizinische Versorgung. Aber ich denke mal, die Wählerinnen und Wähler haben jetzt für Sonntag doch einiges mitbekommen und wissen vielleicht jetzt dann genauer, wo sie vielleicht dann ihr Kreuz machen wollen. Ich würde zum Abschluss noch ganz gerne mal an Sie beide die Frage richten, wie wird Stendal in 7 Jahren, also nach Ihrer ersten Amtszeit, aussehen? Nennen Sie mir 3 wesentliche Unterschiede zu heute.
Herr Weise. So eine ähnliche Frage wurde mal schon mal gestellt in einer anderen Veranstaltung, ob ich jetzt drei... Da können Sie ja jetzt gleich auspacken. Nein, also was ich mir fest vorgenommen habe, das ist so ein konkreter Punkt. Die Stadt Stendal hat sich bisher zweimal beworben um eine Außenstelle einer Behörde. Ja, Sie wissen vielleicht, wir haben in Berlin etliche Behörden, wir haben ohne Ende immer noch in Bonn Behörden und wir sind da bisher nie zum Zuge gekommen. Also ich möchte nach 7 Jahren es geschafft haben, hier eine Außenstelle einer Behörde nach Stendal geholt zu haben. Ja. Okay, und zwei haben Sie noch. Ja, ja, das Zweite ist, ich möchte natürlich die negative Einwohnerentwicklung stoppen. Ja, wir verlieren aktuell ja 250 Einwohner im Schnitt pro Jahr. Das müssen wir ändern und ich glaube, das wird uns auch gelingen. Ja, und als Drittes, ja, Stendal soll weiter klimaneutraler, klimafreundlicher werden und soll weiterhin eine wunderschöne Stadt zum Wohnen sein hier. Herr Sieler, wie sieht für Sie Stendal in 7 Jahren aus? Was hat sich geändert? Hoffentlich digitalisiert. Also das sollte schneller als 7 Jahre gehen, dieser Prozess. Dann sollte Stendal wirtschaftsstark sein, das wir schon angesprochen haben. Wir haben das Potenzial. Man muss es nur jetzt anpacken, aktiv gestalten als Stadt. Und als Drittes natürlich, soweit es geht, klimaneutral, indem wir immer stärker auf erneuerbare Energie setzen und emissionsfrei leben. Zwei haben Sie noch, oder? Digital, jung, ja. Wirtschaftsstark und emissionsfrei. Alles klar. dann würde ich Ihnen jetzt gerne noch einen Tipp abverlangen, wie aus Ihrer Sicht am Sonntag die Wahl ausgehen wird. Wie viel Prozent werden Sie erreichen? Ich kann noch mal in den Raum werfen, Herr Schmotz hatte beim letzten Mal, da gab es allerdings keine Stichwahl, hat er es ziemlich genau getippt. Ziemlich genau. Echt um 0,1 daneben. Herr Weise, was denken Sie? Also es reicht 50% plus eine Stimme. Ja. Und ich hoffe, dass ich so bei 53-54% bin. Herr Sieler. Ich mache es spannender, 52. Alles klar. Ja, vielen Dank an die beiden Kandidaten. Und dann kann ich nur dazu aufrufen, am Sonntag dann auch zur Wahl zu gehen, dass es auch eine ordentliche Wahlbeteiligung dann gibt. Genau. Ja, vielen Dank. Hoffentlich mehr als 25%. Ja, genau. Richtig. Gut. Ich konnte jetzt nicht so viel.